Berufsjurastudent ist es wichtig, dass man Probleme erkennt und Lösungen findet. Man muss kreative Lösungsansätze entwickeln. Man kann einmal out of the box denken. Das begeistert mich im Jurastudium und das ist auch das, was das Jurastudium auszeichnet. Nach meinem Jus-Studium an der JKU bin ich zurzeit im Bild, in die Innenpolitikredaktion, denn ich habe nicht Jus studiert, weil mich ein einschlägiger juristischer Beruf interessiert hätte, sondern im Gegenteil, weil ich wusste, das lässt dann ein großes Spektrum noch offen. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Zusammenhänge herzustellen, ist nötig, wenn es darum geht, Normen, Gesetze zu interpretieren und komplexe Sachverhalte zu verstehen. Studierende der Rechtswissenschaften sollten Freude an der Argumentation haben, aber ebenso bereit sein, ihre eigenen Ansichten immer wieder kritisch zu hinterfragen. Im täglichen Geschäftsleben haben wir inzwischen mit riesigen Verträgen zu tun, ob das jetzt im Patentrecht liegt, im Markenrecht, ob das im Vertragswesen liegt. Also dieses rechtliche Verständnis, auch im industriellen, wirtschaftlichen Tätigsein mitzubekommen, ist für mich ein Riesenqualitätsthema. Wenn man Jus studieren möchte, sollte man ein breites Interesse am Staat und seiner Gesellschaft mitbringen, an den Regeln, die unser Zusammenleben prägen, und an den Menschen, für die diese Regeln geschaffen wurden. Es ist gut, wenn man gerne hinschaut, wie Lebensrealitäten aussehen, wie sich Menschen verhalten, miteinander interagieren. Denn Recht, das sind keine mathematischen Formeln, in die sich ein Lebenssachverhalt hineingießen ließe. Jus lebt vom Austausch der unterschiedlichen Standpunkte und Meinungen. Das heißt, man sollte Spaß und Interesse daran haben, zu diskutieren. Und die JKU bietet dafür die idealen Rahmenbedingungen. Hier ist Zeit und Platz dafür, dass sich Studierende mit den Lehrenden auseinandersetzen und auch die Lehrenden mit den Studierenden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Infotag, zum Infoabend der Rechtswissenschaftlichen Fakultät für das Bachelorstudium Rechtswissenschaften. Meine Damen und Herren, die Umstellung der grundständigen Studien von Diplomstudien zu Bachelorstudien und darauf aufbauenden Masterstudien ist in Österreich bereits vor mehr als 15 Jahren oder ungefähr 15 Jahren vollzogen worden, liegt also mittlerweile relativ lange zurück. Es gibt nur ganz wenige Studienrichtungen, in denen diese Umstellung bis heute nicht durchgängig in ganz Österreich stattgefunden hat. Eines dieser Studien ist das Studium der Humanmedizin. Ein anderer Bereich, ein anderes Studienfeld, auf das dieser Befund ebenfalls zutrifft, ist das Studium der Rechtswissenschaften. Praktisch alle österreichischen Universitäten, die eine rechtswissenschaftliche Fakultät besitzen, bieten nach wie vor das schon seit Jahrzehnten bewährte Diplomstudium der Rechtswissenschaften an, das zum Magistra oder zum Magister der Rechtswissenschaften führt. Das macht auch die Johannes Kepler Universität Linz, das macht auch die rechtswissenschaftliche Fakultät unserer Universität und wir sehen auch keinen Grund, von diesem Konzept abzuweichen. Unser Studium ist seit 60 Jahren oder fast 60 Jahren ein bewährtes Studium, das Absolventinnen und Absolventen ja jenseits der Tausendermarke hervorgebracht hat, die auch in der Berufswelt sehr gut verankert sind und in Wahrheit eine solide Basis bei uns vermittelt bekommen haben. Also dieses Diplomstudium läuft weiter. Wir haben allerdings als Johannes Kepler Universität Linz die Chance genutzt, im Zuge der letzten Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium die Möglichkeit auszuverhandeln, zusätzlich zu diesem Diplomstudium ein neues Studium in der Bologna-Architektur, also nach dem Bachelor- und Master-Modus, zu kreieren. Und zwar ein Studium, das sich wirklich auch nur mit den Rechtswissenschaften beschäftigt. Weil juristische Bachelorstudien gibt es auch an anderen Universitäten, sind allerdings dann immer mit irgendwelchen anderen Schwerpunkten verschnitten. Sehr stark im Mittelpunkt steht die Verschneidung mit
Wirtschaftswissenschaften, also Studien des Wirtschaftsrechts, so etwas haben wir in unserer Fakultät auch. Aber wir sprechen heute von einem reinen juristischen Bachelorstudium, das tatsächlich für alle klassischen und alle möglichen juristischen Berufsbilder ausbildet. Warum haben wir diese Möglichkeit genutzt? Eigentlich nicht so sehr deshalb, weil wir von Systemkohärenz träumen und uns das Bologna-System so wichtig erschienen ist, dass wir unbedingt auch ein Studium in der Bologna-Architektur haben müssen. Wichtig ist uns allerdings erschienen, das rechtswissenschaftliche Studium einmal neu zu denken, im 21. Jahrhundert wirklich grundsätzlich zu hinterfragen und auf neue Füße zu stellen und dann eben zu vergleichen. Das Alte, das Bewährte, das auch immer natürlich wieder an die aktuellen Herausforderungen angepasst worden ist, mit etwas ganz Neuem, das auch ganz neue Elemente in die juristische, kernjuristische Ausbildung hinein integriert. Und so ist eben dieses Bachelorstudium Rechtswissenschaften entstanden, als Pilotstudium mit einem gewissen Versuchscharakter, um dann in ein paar Jahren, wenn die ersten Absolventinnen und Absolventenkohorten fertig sind, dann tatsächlich evaluieren zu können, was an diesem neuen Studium sich besonders bewährt hat, was vielleicht ins Diplomstudium übernommen werden soll oder ob das Diplomstudium dann zugunsten des Bachelorstudiums wegreformiert wird oder was auch immer. Da ist der Prozess völlig offen, aber ein Prozess, der eben erst dann in mehreren Jahren entschieden werden wird. Sie interessieren sich, und das freut uns sehr, für dieses Bachelorstudium der Rechtswissenschaften, das im vergangenen Herbst, also mit Wintersemester 2020, 2021 gestartet hat, unter nicht optimalen Bedingungen, weil wir eben ein weiteres Corona-Semester oder weitere Corona-Semester jetzt zurückgelegt haben. Trotzdem haben sich so viele Studierende, wie wir Studienplätze zur Verfügung haben, für dieses Studium interessiert, haben dieses Studium begonnen, sind mittendrin, dieses Studium zu betreiben und durchaus auch erfolgreich zu betreiben. Und zwei von ihnen haben wir auch heute eingeladen. Sie waren dankenswerterweise bereit, eben auch an dieser Informationsveranstaltung teilzunehmen. Sie sehen sie auch schon im Bild. Und die beiden werden uns dann etwas später über ihre Erfahrungen und ihre Wahrnehmungen in diesen ersten eineinhalb Semestern des neuen Bachelorstudiums Rechtswissenschaften berichten. Bevor wir zu dieser Innensicht der Studierenden kommen, werden wir aber von Seite der Lehrenden her versuchen, ihnen an sich einmal die Grundstrukturen von eines Rechtsstudiums und die besonderen Herausforderungen eines Rechtsstudiums zu beschreiben, die Berufsaussichten zu beschreiben und dann vor allem ihnen auch etwas näher zu bringen, was die Besonderheiten des neuen Bachelorstudiums sind und auf was wir bei diesem Bachelorstudium besonders Wert legen. Und ich darf jetzt überleiten und darf die Damen und die Dame und die Herren, die also seitens der Lehrenden jetzt in ihr Team sozusagen für diesen Infoabend sehen und ihnen diese Aspekte näher bringen werden, näher vorstellen. Vielleicht ich darf beginnen mit dem Herrn Dekan Michael Meyerhofer, der auch ein ganz wesentlicher Mitorganisator letztlich dieses Studiums ist, wie wir alle, die wir heute hier auftreten. Ich darf dich bitten, dich und dein Fach kurz vorzustellen. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Oder, herzlich willkommen zu diesem Infotag. Ich bin, Andreas Janko hat es erwähnt, Professor für öffentliches Recht und damit in einem Bereich tätig, den Sie tagtäglich schon mitbekommen, das Funktionieren des Staates, die Organisation der Gesellschaft, die Frage, wie staatliche Prozesse ablaufen, wie ein Gesetz zustande kommt, wie ein Gesetz dann auch wirkt, die Frage etwa, die jetzt im letzten Jahr ganz zentral war, wie weit der Staat Freiheitsrechte der Menschen einschränken darf und was der Fall ist, wenn er diese Grenze überschreitet, dass dann ein Rechtsschutz vorhanden ist und
in letzter Konsequenz etwa der Verfassungsgerichtshof dann Verordnungen aufhebt, mit denen Freiheitsrechte über Gebühr eingeschränkt wurden. All das ist öffentliches Recht und das ist auch aus meiner Sicht das ganz Spannende an diesem Fach. Es geht im öffentlichen Recht um nichts mehr und um nichts weniger als um die Organisation unserer Gesellschaft, um das Funktionieren des Staates im Großen, in den großen Strukturen, aber auch im Kleinen, auch in den einzelnen Bereichen, vom Verkehrsrecht über das Anlagenrecht, das für die Wirtschaft ganz besonders relevant ist, bis hin zum Umweltrecht etwa, das sehr, sehr breit im öffentlichen Recht vorhanden ist und wo es eben darum geht, dass mit dem Recht die Umwelt geschützt wird. Auch das ist öffentliches Recht und daher ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes Fach. Und Sie werden, wenn Sie das Studium ergreifen, dann immer wieder sehen, dass viele Dinge, die Ihnen heute ohnehin selbstverständlich sind, dann den rechtlichen Hintergrund sehen. Dann sehen, wo die Verfassung dahinter steht, wo die Grundrechte dahinter stehen, wo einzelne rechtliche Regelungen für bestimmte Bereiche dahinter stehen. In diesem Sinne freue ich mich auf den heutigen Abend, hoffe auf Ihr großes Interesse an unserem Pilotstudium und gebe an Andreas Gerldinger und ans Zivilrecht weiter. Ja, auch meinerseits einen schönen guten Abend. Wie gesagt, mein Name ist Andreas Gerldinger. Ich bin Professor für Zivilrecht und diese Materie begleitet Sie und mich von den ersten bis zu den letzten Minuten unseres irdischen Daseins, also von der Wiege bis zur Bahre. Es regelt, wer für die Kindererziehung zuständig ist, ab welchem Alter junge Menschen selbstständige Verträge schließen können. Es beantwortet die Frage, wer wen ab welchem Alter heiraten darf. Und am Ende unseres Lebens regelt es, wie es mit unseren Rechtsbeziehungen und dem Vermögen, das wir angehäuft haben, weitergeht. Mit anderen Worten, es geht genau nicht um das Verhältnis des Menschen zum Staat, sondern der Menschen untereinander. Und vielleicht ein kurzes Beispiel aus dem Alltag. Es ist Ihnen vielleicht schon passiert, dass Sie etwas im Internet bestellt haben und was Sie dann bekommen haben, hat nicht ganz dem entsprochen, was Sie sich vorgestellt haben. Und die Frage, ob Sie da etwas machen können, ob Sie das zurückgeben können, ob Sie das Geld zurückbekommen, ob Sie zumindest einen Teil des Geldes zurückbekommen, ob Sie eine kostenlose Reparatur beispielsweise in Anspruch nehmen dürfen. All das hängt ganz wesentlich von den Fragen ab, was hier vereinbart wurde und was das Gesetz dazu sagt. Und wenn Sie sich für das Jusstudium und für dieses Bachelorstudium entscheiden, dann kennen Sie schon bald Ihre Rechte in einer solchen Situation. Und wenn Sie beispielsweise die Medien verfolgen und lesen, dass etwa darüber diskutiert wird, ob der österreichische Staat für Behördenversagen in der Bekämpfung der Pandemie derzeit haftet und Schadenersatzansprüche denkbar sind, ob es Amtshaftungsansprüche gibt, etwa wegen Ischgl, dann ist es ein Thema, über das man leidenschaftlich debattieren kann. Man kann hier viel diskutieren und darüber, was sinnvoll und gerecht ist. Also man kann eine Meinung dazu haben. Wir Juristinnen und Juristen, wir können aber das Gesetz lesen und wir wissen dann, was gilt. Und das ist unser entscheidender Vorteil, zu dem wir Sie im Rahmen dieses Studiums hinführen möchten. Und ich darf jetzt weitergeben an meine Kollegin Sautner. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Liane Sautner und ich bin Professorin für Strafrecht und Forensik. Wenn hier von Strafrecht die Rede ist, dann geht es um das gerichtliche Strafrecht oder das Kriminalstrafrecht. Das sind Mord und Totschlag die Themen. Da geht es um Diebstahl, Betrug und Vergewaltigung. Das Kriminalstrafrecht legt die wichtigsten Spielregeln fest, die eingehalten werden müssen, damit das Zusammenleben in der Gesellschaft friedlich ist. Man könnte sagen, das Strafrecht ist die rote Linie, die auf keinen Fall überschritten werden darf. Doch diese rote Linie verschiebt sich. Das hat mit geänderten Wertvorstellungen in der Gesellschaft zu tun. So ist beispielsweise die Bedeutung der persönlichen Integrität in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Und so wurden neue Delikte eingeführt, etwa in Bezug auf Stalking, Cybermobbing und die sexuelle Belästigung. Und andere Delikte haben ihre Bedeutung verloren und sind weggefallen, wie beispielsweise
der Ehebruch. Und schon diese Dynamik macht das Strafrecht aus meiner Sicht zu einem sehr spannenden Rechtsgebiet. Interessant ist aber auch, dass das Strafrecht heute schon fast als Allheilmittel für alle Arten gesellschaftlicher Probleme gesehen wird. Und so wird von mancher Seite schnell nach neuen Strafbestimmungen und höheren Strafen gerufen. Im Studium der Rechtswissenschaften lernen Sie zum einen, mit strafrechtlichen Normen umzugehen, sie auszulegen und sie auch anzuwenden. Sie erhalten zum anderen aber auch einen Einblick, was man vom Strafrecht als Steuerungselement in der Gesellschaft realistischerweise erwarten kann. Und wenn ich so ein bisschen meine persönliche Faszination am Strafrecht schildern darf, schon seit dem Studium, aber diese Faszination hat angehalten. Es ist die Verbindung aus den menschlichen Niederungen, man könnte sagen dem Abgründigen, was dem strafrechtlichen Fällen anhaftet, das aber aufgearbeitet wird mit einer ganz ausgefeilten Dogmatik. Das ist das, was aus meiner Sicht den Reiz dieses Faches ausmacht. Und ja, es freut mich immer, wenn ich auch Studierende dafür begeistern kann. Ich gebe nun weiter an meinen Kollegen Franz Leidenmüller. Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Franz Leidenmüller. Ich bin Professor für Europarecht. Europarecht, da geht es um die Rechtsordnung der Europäischen Union. Das EU-Recht ist jetzt nicht etwas, was da weit weg ist in Brüssel, sondern das spielt herein ins tägliche Leben hier in Österreich. 80% des österreichischen Rechts sind direkt oder indirekt durch das EU-Recht beeinflusst. Wir beschäftigen uns im Europarecht zum Beispiel mit Problemen wie dem Thema der Grenzkontrollen, der Reisebeschränkungen, die wir anlässlich der Flüchtlingskrise schon hatten, die wir jetzt anlässlich der Corona-Pandemie wieder haben. EU-rechtlich geregelt sind aber auch so Themen wie die Frage von Upload-Filtern bei Online-Plattformen, die Frage des Rechts auf Vergessenwerden im Internet. Aber im Europarecht beschäftigen wir uns genauso mit der Sache etwa des aktuellen Rechtsstaatsverfahrens gegen Polen, gegen Ungarn, wo es um Verletzungen europäischer Grundwerte geht. Es ist also ein sehr, sehr breites Spektrum, mit dem wir uns im Europarecht beschäftigen, und ich freue mich schon auf Sie. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben also gesehen, wir haben uns nicht nur bemüht, bei dem Team des heutigen Infoabends wirklich voll in die Breite zu gehen und eigentlich so gut wie alle relevanten zentralen Bereiche auch abzubilden und abzudecken. Sie werden mit allen diesen Bereichen zu tun haben während Ihres Studiums, und ich kann es fast nur unterstreichen, was gesagt wurde, jeder Bereich hat seinen eigenen Reiz, seinen eigenen Charme, auch wenn natürlich jeder dann am meisten an dem Bereich hängt, in dem man dann letztlich tätig ist. Ich bin auch ein Öffentlich-Rechtler, so wie der Herr Dekan, also insoweit würde ich wieder sagen, das öffentliche Recht ist noch das Allerschönste sozusagen, also so wie die Schönheit der Verfassung, die unser Bundespräsident vor kurzem erst gelobt hat. Aber ich gebe zu, es gibt andere, die das unverständlicherweise auch anders sehen mögen. Ja, meine Damen und Herren, natürlich, wenn wir heute studieren, wenn wir Jus studieren, oder wenn Sie jetzt Jus studieren wollen, dann machen Sie das natürlich letztlich nicht nur deshalb, weil Sie sich damit in eine interessante Materie hineinbegeben, sondern Sie machen es natürlich auch, um am Ende des Tages einen Job zu finden und damit einen erfüllenden Beruf ergreifen zu können. Und die Frau Vizedekanin Liane Sautner wird uns jetzt ein bisschen näher bringen, was man so mit einem abgeschlossenen Rechtsstudium am Ende des Tages alles machen kann. Bitte, Liane. Ja, mit einem Masterstudium, mit einem Master- bzw. Diplom der Rechtswissenschaften erhält man eine breite und wirklich anerkannte juristische Ausbildung. Sie ist Voraussetzung, wenn man einen klassischen juristischen Beruf ergreifen will. Was verstehen wir unter klassischen juristischen Berufen? Es ist der Beruf der Rechtsanwältin, des Rechtsanwalts, der Richterin, des Richters, der Staatsanwältin, des Staatsanwalts und der Notarin bzw. des Notars. Wobei ich ergänzen möchte, für diese Berufe brauchen Sie auch noch eine zusätzliche berufsspezifische Praxis. Aber Sie haben damit schon einen Einstieg. Aber Sie können auch viele andere juristische Berufe ergreifen, etwa in der Verwaltung, in Rechtsabteilungen von Unternehmen, in der Steuerberatung, in Medienunternehmen, nicht zuletzt, und das ist ja auch ein sehr spannender Beruf, an Universitäten, sei es in der Forschung oder
in der Verwaltung. Mir ist es wichtig zu betonen, dass Sie mit dem Master in unserem neuen Pilotstudium bzw. mit dem Diplom der Rechtswissenschaften im bewährten Diplomstudium die gleichen Berufschancen haben. Einen kleinen Unterschied gibt es, dass Sie beim Masterstudium schon das Gerichtsjahr integriert haben. Also hier sind diese beiden Abschlüsse gleichwertig. Sie können aber schon mit dem Bachelor, quasi dem ersten Teil unseres Berufs, unseres Pilotstudiums, eine Reihe von Berufe ergreifen, etwa in Software- oder künstlicher Intelligenzunternehmen, in Social-Media-Unternehmen und vielen mehr. Also Sie haben ein sehr breites Spektrum. Wenn Sie sich für ein Jus-Studium entscheiden, ist das nicht eine Entscheidung schon, dass Sie in einen klassischen Beruf gehen müssen dann, weil nichts anderes möglich ist, sondern Sie haben wirklich eine sehr große Palette dann vor sich und sind für viele Berufe gut qualifiziert. Ja, natürlich, bevor kann, wir... Sie kommen zu diesem tollen Abschluss in Linz auf unterschiedlichen Wegen. Ja? Also wir haben verschiedene Studienangebote und darüber wird Sie nun mein Kollege Franz Leidenmüller näher informieren. Herzlichen Dank für die Überleitung, liebe Liane. Ja, Sie haben es gerade gehört, Sie haben eine Fülle an Optionen in beruflicher Hinsicht, die Sie nach Abschluss Ihres Studiums wählen können. Und wir bieten Ihnen jetzt an der JKU drei Wege an, zu diesem Ziel, zur Volljuristin, zum Volljuristen zu werden. Und diese drei Wege, die unterscheiden sich in einigen ganz zentralen Punkten. Zum einen, was die Studiendauer anbelangt, zum anderen die Frage mehr Präsenz am Campus. Auch das wird mal wieder möglich sein, wenn wir alle geimpft sind. Oder zeitliche und örtliche Unabhängigkeit. Oder wollen Sie sich eher Ihr Studium selbstständig einteilen, selbstständige Schwerpunkte setzen? Oder wollen Sie gewisse Vorgaben im Studienaufbau haben, wie Sie das jetzt aus dem Schulbetrieb vielleicht kennen? Wollen Sie eher selbstständig arbeiten oder wollen Sie intensiv betreut werden? Wollen Sie ein Aufnahmeverfahren absolvieren oder wollen Sie keines absolvieren? Das sind so ganz zentrale Punkte, die für Ihre Wahl des Weges, wie Sie bei uns zur Volljuristin, zum Volljuristen werden, entscheidend sind. Aber eines kann ich Ihnen ganz sicher sagen, wir haben für jeden von Ihnen sicher das passende Angebot. Und diese drei Angebote, die stelle ich Ihnen jetzt im Überblick vor und dann werden die Kolleginnen und Kollegen das weiter vertiefen. Das erste ist unser Klassiker, das Diplomstudium der Rechtswissenschaften. Das ist unsere seit Jahrzehnten bewährte, breite rechtswissenschaftliche Ausbildung zur Volljuristin. Hier haben Sie totale Flexibilität im Studienaufbau, Flexibilität in der zeitlichen Gestaltung. Und Sie haben auch kein Aufnahmeverfahren. Unser Diplomstudium. Und dieses Diplomstudium, das gibt es jetzt inhaltlich ident auch noch als Multimedia-Diplomstudium. Da haben Sie dann nicht nur Flexibilität im Studienaufbau und in der zeitlichen Gestaltung, sondern auch größtmögliche Flexibilität, was die Ortsabhängigkeit bzw. Unabhängigkeit angeht. Das Multimedia-Diplomstudium ist also inhaltsident mit dem Diplomstudium, aber es läuft im Wege des Distance Learning mit größtmöglicher Flexibilität. Das ist natürlich ideal für Berufstätige, ideal für Personen mit Betreuungspflichten. Und weil es eben ident ist mit dem Diplomstudium, gibt es auch hier kein Aufnahmeverfahren. Und dann gibt es unser Pilotstudium, das Bachelor-Master-Studium der Rechtswissenschaften. Das ist ja heute auch ein bisschen der Schwerpunkt des Infoabends. Da haben wir ein neues didaktisches Konzept gewählt. Hier gibt es besondere inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Die wird dann gleich der Dekan Meierhofer vorstellen. Und hier ist es aber anders als beim Multimedia-Diplomstudium, aber auch anders als beim Diplomstudium. Hier studieren und leben Sie wirklich mehr oder weniger zeitfüllend am Campus. Hier ist Präsenz erforderlich. Hier wollen wir Sie die ganze Zeit über 9-to-5 sozusagen oder noch länger am Campus haben. Und hier haben wir auch Kleingruppen und daher gibt es hier auch ein Aufnahmeverfahren. Sie sehen also, wir bieten Ihnen drei Wege an, um zu einem Ziel zu gelangen, nämlich reif zu sein für den Berufseinstieg als Juristin, als Juristen. Und Sie können entscheiden, was für Sie die passende Jacke sozusagen ist, um einen Spruch etwas abzuwandeln. Soweit das Überblick. Ab jetzt gehen wir in die Details. Vielen Dank. Es ist schon mehrfach erwähnt worden, beim Pilotstudium Bachelor und Master Rechtswissenschaften haben wir das Jus-Studium neu gedacht. Wir haben einmal
sind einmal abgegangen von den grundsätzlichen Strukturen und haben überlegt, wie ein Jusstudium im 21. Jahrhundert aussehen kann, wie vielleicht auch gewisse Nachteile, gewisse Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit in den klassischen Diplomstudien ergeben haben, besser anders bewältigt werden können. Und damit folgt dieses neue Studium, das Bachelor- und Masterstudium, inhaltlich ganz und strukturell einem anderen Konzept. Zunächst einmal einem Jahrgangsprinzip. Das heißt, das Ziel ist, Sie steigen am Beginn des Studiums in einen Zug ein und fahren mit diesem bis zum Ziel durch, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihnen beginnen, durch uns bestmöglich betreut. Wir geben unser Versprechen ab, wenn Sie sich auf das einlassen, wenn Sie sich auf die Stationen, bei denen der Zug Halt macht und Sie Leistungen erbringen müssen, einlassen, dann versprechen wir Ihnen die bestmögliche Betreuung dafür, dass ein Studienabschluss in Mindestzeit möglich ist, dass Sie tatsächlich in 3 Jahren das Bachelorstudium absolvieren und wenn Sie dann wollen, in weiteren 2 Jahren, aber dann schon einschließlich der Gerichtspraxis oder einer anderen Berufspraxis das Masterstudium absolvieren können. Das ist also ein Versprechen unsererseits, das aber nicht ins Leere gehen darf, sondern wenn Sie sich darauf einlassen, Sie müssen wirklich mit diesem Ziel auch ins Studium gehen und auch das Studium in dem Aufbau studieren, den wir entwickelt haben. Auch dieser Aufbau unterscheidet sich von einem klassischen Aufbau. Während im Diplomstudium und damit im klassischen Studium Fächer sehr modulartig zu absolvieren sind. Das heißt, Sie haben insbesondere im dort vorhandenen zweiten Studienabschnitt etwa das Zivilrecht als Block, den Sie absolvieren, dann anschließend das öffentliche Recht, das Strafrecht. Ist es im Bachelor- und auch im Masterstudium so, dass sich die Fächer nicht an einzelnen Stellen finden, sondern entlang des gesamten Studiums, das heißt durch die gesamte Laufzeit durchentwickeln. Sie haben etwa vom ersten bis zum letzten Semester Zivilrecht und öffentliches Recht. Das Strafrecht kommt bald dazu und bleibt dann auch als fester Bestandteil. Das Wirtschaftsrecht als gesamthaftes Fach läuft über mehrere Semester. Das ist natürlich einerseits herausfordernd, bietet aber ganz neue Möglichkeiten, diese Fächer zu unterrichten, bietet auch für Sie ganz neue Möglichkeiten, Zusammenhänge zwischen den Fächern zu erkennen und vor allem auch zu erkennen, dass eben auch juristisch zu beurteilende Sachverhalte selten nur mit einem Fach zu tun haben. Nehmen Sie nur die Pandemie her, nur die Beispiele, die Andreas Gerholdinger und ich erwähnt haben. Die Frage, ob ein Betretungsverbot für eine bestimmte Wirtschaftsbranche verhängt wird, ist zunächst einmal eine öffentlich-rechtliche Frage, kann grundrechtliche Fragen aufwerfen, Grundrecht auf Freizügigkeit, was die Branche betrifft, auf Erwerbsfreiheit, hat aber dann auch in der Folge etwa zivilrechtliche Fragen, Fragen der Haftung, der Amtshaftung des Staates, wenn er ohne entsprechende Grundlagen und mit noch weiteren Kriterien, denen Herr Gerholdinger viel besser erklären könnte als ich, dann einen Schaden etwa verursacht. Das heißt, auch derartige Fälle spielen sich nicht nur in einem Fach ab. Und umso besser und umso paralleler Sie die Fächer lernen, studieren, umso besser werden Ihnen, das ist unser erklärtes Ziel, auch diese Zusammenhänge auffallen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, es geht uns darum, dass Sie aktiv studieren, dass Sie aktiv nicht nur alleine, sondern mit Kolleginnen und Kollegen lernen. Dazu gibt es auch Kleingruppen, wo es um Lernen mit Begleitung geht, wo also immer jemand auch aus der Fakultät mit dabei ist, Aufgaben stellt, Aufgaben mit Ihnen durchbespricht. Sie aber auch immer wieder in diesen Kleingruppen diese Aufgaben selbstständig lösen. Ein weiterer Punkt, der auch diese ganz besondere Betreuung hervorstreicht, die sich schon in diesen Kleingruppen zeigt, aber hier noch viel mehr, ist das Mentoring-System, wo Sie von Anfang an eine Professorin oder einen Professor als Begleiter durchs Studium zur Seite gestellt bekommen. Weniger darum, um ständig irgendjemanden oberlehrerhaft an Ihrer Seite zu haben, der Ihnen sagt, wo es lang geht, sondern wirklich jemanden zur Seite zu haben,
mit dem Sie sich austauschen können, mit der auch beratend zur Seite steht, der Ihnen vielleicht auch einmal durch die eine oder andere schwierige Phase, wenn ein Fach so gar nicht klappen will, auch mit Rat und Tat helfen kann. Der aber auch, und das ist gerade, weil es ja ein Studienversuch ist, ein Pilotstudium, das auch sich weiterentwickeln soll, um für Sie bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten und vielleicht im Laufe Ihres Studiums noch besser werden soll, ist diese Mentorin oder dieser Mentor auch immer dazu da, gut zuzuhören und ihr Feedback aufzunehmen, ihre Vorschläge aufzunehmen, die dann mitunter, und das haben wir jetzt schon in dem einen oder anderen Fall, so schnell wie möglich auch ins Studium integriert werden sollen. Dieses Neu und noch besser von Jahr zu Jahr, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir durch das Mentoring-System einerseits, aber auch begleitet durch eine ganz engmaschige Evaluierung für Sie und natürlich auch für die Studierenden, die nach Ihnen kommen, sicherstellen wollen. Dann damit darf ich an Andreas Janko zurückgeben. Gut, dann darf ich sagen, wir wollen natürlich besser werden von Jahr zu Jahr und ein noch erfolgreicheres Studieren letztlich ermöglichen. Allerdings, wenn Sie sich allein diese Folie jetzt ansehen, die ein bisschen den Studienerfolg unserer ersten Beginnerinnen und Beginnerkohorte vom vergangenen Wintersemester darstellt, dann sehen Sie, dass die Zahlen eigentlich sehr gut sind, also schon jetzt in dieser ersten Kohorte. Und vor allem, wenn man sie gegenüberstellen würde mit Vergleichszahlen aus anderen Studien, Bachelorstudien, Diplomstudien, würde man den Unterschied noch viel deutlicher merken. Also das linke Diagramm beschreibt die sogenannte STEOP, das ist die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Das sind also jene Lehrveranstaltungen, wo man einmal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen soll, was das Studium wirklich beinhalten wird, welche Anforderungen, welche Herausforderungen es wirklich bringen wird. Die also eigentlich darauf abzielt, diese eigene Studienwahl noch etwas kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren und damit, wenn es notwendig ist, einen möglichst frühzeitigen Studienwechsel zu ermöglichen. Wir haben dieses DEOP ganz an den Beginn gesetzt. Wir dehnen sie nicht aufs erste Semester aus, sondern sind in der ersten Semesterhälfte, also in der ersten Hälfte des ersten Semesters. Dann hat man diesen Part bereits entweder abgeschlossen oder nicht abgeschlossen. Wenn man ihn abgeschlossen hat, kann man damit weiter studieren, ohne große weitere Voraussetzungen erbringen zu müssen. Und dieses DEOP haben tatsächlich, wenn auch einzelne mit Wiederholungsnotwendigkeit, aber wie gesagt einzelne nur mit Wiederholungsnotwendigkeit, im ersten Semester von den 64 Damen und Herren, die begonnen haben, 63 erfolgreich abgeschlossen. Also das ist geradezu sensationell. Wenn man sich dann das rechte Diagramm ansieht, dann stellt man fest, wer hat denn das Pflichtprogramm des ersten Semesters, also des gesamten ersten Semesters, erfolgreich erledigt? Und da stellen wir fest, ja, es sind nur 9, die das nicht geschafft haben, 55 haben es geschafft. Auch zum Teil mit Nachklausur, aber sie haben es mittlerweile geschafft. Und man muss jetzt ganz offen sagen, von den 9 haben wir auch ungefähr die Hälfte einfach am Weg verloren. Das ist etwas ganz Normales, dass halt Studienanfängerinnen und Anfänger erkennen in den ersten Monaten, dass das Studium dann doch halt nichts für sie ist und dass es vielleicht auch andere Themenbereiche gäbe, die mehr interessieren und finde man vielleicht mehr geeignet ist. Und je früher eine solche Umentscheidung stattfindet, desto besser ist es. Also das heißt, von denen, die eigentlich weiter studieren wollen, haben wir gerade einmal 4, die im Endeffekt dieses Pflichtprogramm des ersten Semesters nicht positiv erledigt haben und die letzte Chance sozusagen noch in den Zug, den der Herr de Camp beschrieben hat, einzusteigen, gibt es jetzt noch im Verlauf des Sommersemesters. Und da hoffen wir, dass wir möglichst alle nur einmal zum Einsteigen bewegen können. Also das ist nur ein kleiner Zwischenbericht, um also auch tatsächlich heuer die Chance zu nutzen, mal auch harte Fakten
in Form von Zahlen bei diesem Infotalk zu präsentieren. Natürlich die eher soften Facts, die eigene Wahrnehmung, was man alles tun muss, die kommen dann von unseren Studierenden. Ich darf vielleicht zwischendurch, bevor ich nochmal an den Herrn Dekan zurückgebe, mit Bezug aufs Masterstudium, vielleicht noch einen kleinen Punkt einwerfen. Diese Veranstaltung soll natürlich vor allem auch dazu dienen, Ihnen Informationen zu geben, die letztlich Sie besonders interessieren. Das heißt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir werden ganz am Schluss, also der vorletzte Part wird sein, dass ich Ihnen dann noch Formalia des Aufnahmeverfahrens etwas näher bringe. Der darauffolgende Punkt wird dann eine offene Diskussionsrunde sein, wo wir Ihre Fragen direkt beantworten werden. Wenn Sie allerdings jetzt schon am Weg Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, dass Sie das auch schriftlich in der Chat-Funktion unseres Zoom-Meetings uns bekannt geben. Unsere Assistentinnen, die Emma Frick-Seder und die Katharina Leitner, werden das ein wenig laufend begleiten und werden vor allem also auch jene Fragen heraus, also entweder gleich direkt beantworten oder jene Fragen heraus destillieren, die öfters kommen. Und die öfters kommen, werden wir dann versuchen, am Ende des Studiums, am Ende des Studiums, ja, am Ende der heutigen Infoveranstaltung, Ende des Studiums ein bisschen spät, am Ende der heutigen Infoveranstaltung dann auch gleich als Erste zu beantworten. Aber bitte, Herr Dekan, kurz noch ein paar Worte zu den Grundüberlegungen des Masterstudiums, bevor wir uns dann zu den einzelnen Dingen, die wir uns besonders für dieses Bachelorstudium überlegt haben, hinbegeben. Danke. Wenn Sie das Bachelorstudium absolviert haben, dann kann es sein, dass Sie sagen, okay, das passt jetzt für mich und ich steige jetzt in einen Job ein. Janis Hauptner hat Ihnen vorher schon gezeigt, dass es durchaus interessante Berufsbilder geben kann, die mit dem Bachelorstudium schon in Angriff genommen werden können. Wenn Sie, und darauf zählen wir und darauf hoffen wir, dann aber noch nicht genug haben und jedenfalls noch das Masterstudium absolvieren wollen, dann erwartet Sie ein Studium, wo es jetzt nicht so sehr darum geht, den Stoff jetzt noch breiter zu machen. Und das entspricht unserer Überlegung, dass die Rechtsordnung mittlerweile so komplex ist und so umfangreich geworden ist, dass es gar nicht darum geht, Ihnen im Studium alle Bereiche dieser Rechtsordnung tatsächlich auch näher zu bringen. Das ist mittlerweile ein unrealistisches Ziel auch geworden. Es geht auch gar nicht darum, eben, dass Sie wirklich in jedem Bereich Kenntnisse besitzen und schon gar nicht darum, dass Sie jede Rechtsvorschrift einmal gesehen haben. Das wäre ohnehin ein Ziel, das sich niemals in 5 Jahren erreichen ließe. Aber es geht darum, dass Sie die wesentlichen Strukturmerkmale, die wesentlichen Bausteine der Rechtsordnung kennen, dass Sie die Methode beherrschen können, dass Sie in bestimmten Bereichen tatsächlich tief drinnen sind und große Kompetenzen aufweisen. Und dazu soll vor allem auch das Masterstudium dienen, das zur Festigung und Vertiefung der Methodenkompetenz dient und weniger eben zur Verbreiterung des Stoffwissens, des klassischen theoretischen Stoffwissens. Es geht uns also im Sinn unseres Studienkonzepts um Methodenkompetenz, um die wirkliche juristische, um das wirkliche juristische Können. Und mit dem werden Sie dann auch in Bereichen sich mehr als gut zurechtfinden, die im Studium nicht untergekommen sind. Wenn wir gemeinsam schaffen, dass Sie eine gute Juristin, ein guter Jurist werden, dann werden Sie in jedem Bereich trittsicher sein. Und das ist das zentrale Ziel der Ausbildung. Was wir aber machen, ist, dass die wirtschaftsrechtliche Ausbildung noch weitergeht im Masterstudium. Das heißt, das Wirtschafts-Europarecht, das Arbeits- und Sozialrecht, das Unternehmensrecht, natürlich ganz zentrale Bereiche, die im Masterstudium dann noch in dieser Verzahnung, in dieser gemeinsamen Vernetzung, Steuerrecht habe ich jetzt nicht erwähnt, das ist natürlich auch ganz entscheidend, dass etwa mit dem Unternehmensrecht vernetzt zu sein, dass in dieser Vernetzung weitergeht. Was wir Ihnen aber im Masterstudium auch anbieten, sind 2 Wahlfächer, die einen klaren methodischen Schwerpunkt haben. Da geht es nämlich darum, wie kann man rechtspolitische Anliegen formulieren? Wie kann man rechtspolitische Anliegen etwa im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, etwa im Bereich der digitalen Transformation, die die gesamte Gesellschaft erfasst, klar fassen? Und mit welchen legistischen Mitteln kann man sie dann auch umsetzen?
Das ist etwas, was bislang zugegebenermaßen in Jusstudien sehr, sehr kurz kommt. Es geht also weniger hier darum, das geltende Recht anzuwenden, sondern darüber nachzudenken, wie das Recht der Zukunft aussehen kann, wie es aussehen muss, welche Rahmenbedingungen es beachten muss, sei es in verfassungsrechtlicher Sicht oder in unionsrechtlicher Sicht, und wie man aber auch das Ganze dann umsetzen kann, welche gesetzlichen Instrumente man einsetzen kann oder vielleicht auch welche neuen rechtlichen Instrumente man entwickeln kann. Und da können Sie zwischen zwei Themenfeldern wählen. Einerseits das Themenfeld Umwelt, Ressourcen und Klimaschutzrecht oder das Themenfeld digitale Transformation und Recht, also zwei ganz aktuelle Gebiete, die hier zur Wahl stehen und die Ihnen diesen Schwerpunkt näher bringen sollen. Und dann schließlich, ganz wichtiger Bestandteil, die integrierte Praxis bei Gericht oder bei der Verwaltung. Die wird im Masterstudium möglich sein. In welcher konkreten Weise genau, das wird sich noch zeigen, nämlich insbesondere ab welchem Zeitpunkt des Studiums, aber jedenfalls gilt, mit dem Abschluss des Masterstudiums haben Sie auch die Praxis absolviert, die ansonsten erst nach dem Diplomstudium absolviert werden kann. Und das heißt unterm Strich, dass Sie in diesen 5 Jahren, die Bachelor- und Masterstudium gemeinsam dauern sollen, auch die entsprechende Praxisausbildung bei Gericht oder bei der Verwaltung dabei haben sollten. Diplomstudium hat Mindestzeit 4 Jahre, unterm Strich also sollte hier jedenfalls kein zusätzlicher Zeitaufwand dabei sein. Ganz im Gegenteil, wir hoffen ja, dass Sie mit unserem Studienkonzept für das Bachelor- und Masterstudium ja wirklich auch in der Mindestzeit fertig sind. Etwas, was leider im Diplomstudium bei weitem nicht alle Kolleginnen und Kollegen schaffen. Ja, wir haben versprochen, wir möchten im Rahmen dieser Veranstaltung jetzt auch noch ein bisschen die neuen Schwerpunkte oder die neuen Bereiche und neuen Überlegungen, die bei der Entwicklung des Studienplans für das Bachelorstudium Pate gestanden haben, vorzustellen. Und wir gehen jetzt wieder praktisch durch die Reihe aller, die heute an dieser Infoveranstaltung teilnehmen, durch. Und jeder und jede wird einen dieser besonderen Schwerpunkte oder Schwerpunktüberlegungen jetzt präsentieren. Ich darf bei der Liane Sautner beginnen. Ja, wir haben einen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt, den wir Procedural Justice nennen. Dieses Bachelor-Master-Studium setzt einen Schwerpunkt im Verfahrensrecht. Darum geht es. Sie sollen vorbereitet werden, ihr Blick soll geschärft werden auf Probleme, die in der Praxis im Verfahren auftreten können. Und das materielle Recht, wie wir es nennen, ist sehr wichtig, aber vieles entscheidet sich dann in den Verfahren vor Gerichten und vor Verwaltungsbehörden. Und darauf möchten wir Sie bestmöglich vorbereiten. Und das ist auch nur sehr konsequent, denn unsere Fakultät hat sich auch einen Forschungsschwerpunkt Procedural Justice gesetzt. Das heißt, das ist das Idealbild einer forschungsgeleiteten Lehre, was wir in diesem Schwerpunkt erleben. Es geht auch nicht darum, nur die einzelnen Verfahrensordnungen sich genauer anzuschauen. Also was ist im Strafverfahren, was ist im Zivilverfahren, was ist im Verwaltungsverfahren. Nein, wir machen auch einen fächerübergreifenden Blick auf die verschiedenen Verfahrensordnungen und destillieren da auch das Gemeinsame heraus. Was sind die grundlegenden Verfahrensprinzipien? Etwa, was macht Verfahren fair? Oder um Ihnen ein anderes Beispiel zu geben, warum sind bestimmte Verfahren öffentlich? Warum und unter welchen Bedingungen darf die Öffentlichkeit eingeschränkt werden? Und welche Rechte etwa muss ein Beschuldigter haben, damit die Verfahrensfairness gewahrt ist? Aber nicht nur das, wir beziehen auch die Erkenntnisse anderer Disziplinen mit ein. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen juristischen Blick auf Verfahren, sondern auch einen rechtspsychologischen, rechtssoziologischen, einen Blick der empirischen Soziologie und der Rechtsinformatik. Und um Ihnen hier auch einige Beispiele zu geben, damit Sie sich etwas vorstellen können, wir haben einen Schwerpunkt im Bereich der Wahrheitsfindung gesetzt. Der Zeugen- und Sachverständigenbeweis spielt hier eine große Rolle. Es ist aus der Psychologie bekannt, dass es viele Gefahren gibt,
dass ein Zeuge oder eine Zeugin nicht die Wahrheit sagt, nicht wahrheitsgemäß aussagt, vielleicht nicht vollständig aussagt. Durch die Fragestellung kann hier sehr viel gesteuert werden. Und wenn Sie vielleicht ganz gerne mal Krimis schauen, das, was man so im Fernsehen sieht an Vernehmungstechnik, das ist meist nicht das, was es für ein faires Verfahren braucht, dass Beschuldigte und Zeugen unter Druck gesetzt werden, damit sie eine bestimmte Aussage machen. Dann hat man zwar die Aussage, aber was macht man damit, wenn diese Aussage nicht wahr ist? Ja? Ein anderer Schwerpunkt sind die Mechanismen des juristischen Entscheidens. Richterinnen und Richter sind natürlich zur Objektivität verpflichtet und es ist davon auszugehen, dass sie das auch sehr ernst nehmen. Aber es gibt Verfahrensgestaltungen, die es ihnen schwer machen, wirklich objektiv zu entscheiden. Und hier soll ihre Aufmerksamkeit und ihre Sensibilität geschult werden, dass sie, wenn sie dann einmal in der Praxis sind, genau diese Konstellationen auch erkennen. Und wir wollen schon im Studium eine Brücke zur juristischen Praxis schlagen. Wir haben dafür auch eine eigene Lehrveranstaltung vorgesehen, den Praxisworkshop Rechtsdurchsetzung, wo wir mit Ihnen in Verhandlungen gehen, vor Gerichten und Verwaltungsbehörden, wo wir Sie mit den zuständigen Richterinnen und Beamten vorbereiten auf das, was da in der Verhandlung kommt. Wir machen dann Workshops dazu, wo sie eigene Positionen beziehen und dann ihre Erkenntnisse auch reflektieren können, auch gemeinsam mit den Praktikerinnen und Praktikern. Das sind Veranstaltungen, die sehr gut ankommen. Wir haben das auch ansatzweise im Diplomstudium und wir freuen uns hier schon im Studium, sie vorzubereiten, dann sehr konkret vorzubereiten, auch auf die Praxis. Das ist sozusagen das Gesamtpaket, das wir uns mit dem Schlagwort Procedural Justice vorgenommen haben. Ja, und spätestens dann, wenn Sie das erste Mal einem Juristen bei der Arbeit zuschauen, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass sich gute Juristinnen und Juristen durch viel mehr auszeichnen als durch Paragraphenwissen. Es geht in Wahrheit ganz entscheidend auch um die unterschiedlichsten Soft Skills, die natürlich je nach Tätigkeitsbereich sich durchaus unterscheiden. Eines muss Ihnen klar sein, Jus, also Recht, ist nichts anderes als als Regeln für das zwischenmenschliche Zusammenleben. Und damit ist Jus nie Selbstzweck. An allen Ecken und Enden gibt es Konflikte im menschlichen Zusammenleben und diese Konflikte sind letztlich auch das, worum wir uns kümmern müssen. Und Sie werden immer wieder hören, Jus sei sehr trocken. Das kann aber nur jemand behaupten, der damit noch nie zu tun gehabt hat. Ich habe vor kurzem erst mit einem Fall zu tun gehabt, wo es um eine Kindesentführung geht. Das ist ein rechtliches Problem. Durfte die Mutter mit dem Kind einfach so ins ferne Asien verschwinden und entscheiden, dass sie nicht mehr zurückkommt? Das ist eine rechtliche Frage. Das ist aber auch eine menschliche Tragödie, die dabei sich abspielt. Und wenn Sie dann den Vater juristisch begleiten und wo jeder Tag, an dem keine Entscheidung vorliegt und die Ungewissheit ihn quält, ob er denn seinen Sohn wieder sehen wird, wenn Sie da arbeiten müssen als Juristin, als Jurist, dann tun Sie das in einem hochemotionalen Umfeld, wo Sie aber professionell agieren müssen. Sie müssen juristische Lösungen erarbeiten, Sie müssen diese auch kommunizieren können, angemessen kommunizieren können, keine falschen Hoffnungen wecken, aber auch alles, was möglich ist, ausschöpfen können. Sie müssen mitunter mit einem Menschen, der sich wirklich in einer Ausnahmesituation befindet und der vom Recht vielleicht nichts versteht, die Dinge erklären. Und in das neue Bachelorstudium haben wir mehrere Lehrveranstaltungen beispielsweise eingebaut, die sich genau mit den Themen Kommunikation und auch mit Konfliktmanagement beschäftigen. Ganz allgemein gibt es in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen die Notwendigkeit zu verhandeln. Das kann ganz Unterschiedliches bedeuten.
Als Anwältin oder als Anwalt können Sie etwa Verträge aushandeln. Das können kleine Rechtsgeschäfte, alltägliche sein, das können Riesendeals sein über große Transaktionen, wo sich natürlich auch schon wieder unterscheidet, wie man an so etwas herangeht. Ihr Gegenüber kann auch eine Anwältin sein oder eben ein Laie, ein Geschäftsmann, der von den Rechtsfragen wenig versteht. Sie können genauso vor Gericht verhandeln oder vor einer Behörde, was Kollegin Sautner schon angesprochen hat. Und auch hier macht es einen großen Unterschied, ob Sie versuchen, einen Beschuldigten im Strafverfahren vor einer ungerechtfertigten Verurteilung zu beschützen oder ob Sie im Zivilprozess beispielsweise eine Schadenersatzforderung nach einem Verkehrsunfall durchsetzen wollen. Um auch diese Soft Skills, auf die es hier ankommt, bestmöglich vermitteln zu können, arbeiten wir, wie schon erwähnt wurde, mit vielen und erfolgreichen Praktikerinnen und Praktikern zusammen. Und diese Verbindung von Wissenschaft und Praxis, durch die können wir Ihnen eine dogmatisch fundierte Ausbildung bieten, die aber auch die praktischen Aspekte nicht vernachlässigen. Damit zu einem dritten inhaltlichen Schwerpunkt, der auch ein wenig den Kreis schließt. Ich brauche es Ihnen nicht erzählen, Sie sind mittendrin, die Welt verändert sich und dieses Schlagwort passt tatsächlich sehr, sehr gut. Digitale Technologien haben schlichtweg das Potenzial, so viele Bereiche grundlegend umzugestalten, dass man hier wirklich von einem gesamthaften Prozess einer digitalen Transformation sprechen kann. Das geht auch am Recht als solchen und auch am Berufsbild der Juristinnen und Juristen nicht vorbei. Sie, während für uns, jedenfalls noch für mich, für die Jüngeren nicht mehr, es noch faszinierend war, wie es plötzlich eine Rechtsdatenbank gegeben hat, in der man ganz einfach Gesetze finden konnte, in der man ganz einfach Entscheidungen der Gerichte finden konnte, ist das heute natürlich völlige Selbstverständlichkeit und auch aus dem juristischen Arbeiten nicht mehr wegzudenken. In der Rechtsanwaltskanzlei von heute zum Teil schon, aber jedenfalls in der von morgen, werden bestimmte Aufgaben durch Maschinen erledigt. Wird es automatisierte Prozesse geben, die etwa Verträge erstellen. In der modernen Verwaltung, nicht heute, aber vielleicht bald schon, gibt es Prozesse, die keinen menschlich gesteuerten Beginn mehr haben, sondern die einfach ausgelöst werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen und dann automatisch durchlaufen. Die Familienbeihilfe etwa kommt heute schon automatisch, wenn die Voraussetzungen vorliegen, ein automatisierter Prozess, der in vielen anderen Bereichen wahrscheinlich in ähnlicher oder vergleichbarer Weise kommen wird. Was aber damit immer stärker auch die Herausforderung an Juristen und Juristinnen sein wird, ist, dass sie mit einerseits diesen Technologien arbeiten können, dass sie diese Technologien verstehen, dass sie aber auch gerade bei Programmierinnen und Programmierern anleiten können, dass sie sagen können, wohin die Reise gehen muss. Ein Thema, das heute meist noch ein großes Problem ist, dass hier das Kommunizieren zwischen der Informatik und der Rechtswissenschaft oder den Juristinnen und Juristen sehr, sehr schwierig zum Teil noch ist. Aber wenn Sie in einem Unternehmen, in der Verwaltung, bei Gericht bestimmte digitale Prozesse etablieren wollen, dann brauchen Sie Informatiker dazu. Und Sie müssen denen aber auch als Juristin oder Jurist sagen können, wohin die Reise geht. Sie müssen erklären können, wie Prozesse rechtlich gestaltet werden müssen. Und das wird auch etwas werden, wo es um viel mehr geht, als um das bloße Digitalisieren, so wie es heute noch zum Teil gesehen wird. Wenn jemand behauptet, das ist eine digitalisierte Verwaltung, nur weil ein paar Formulare jetzt eingescannt als PDF downgeloadet werden können, dann hat er das Potenzial der Digitalisierung deutlich und krass unterschätzt. Das werden ganz kreative Prozesse werden. Wir haben gestern bei der Kick-Off-Veranstaltung for Procedural Justice in großer Runde etwa einen KI-gestützten Lügendetektor demonstriert. Nicht, dass wir glauben, dass der genau so kommen wird, aber der zeigt schon, wohin die Reise gehen kann, wo jedenfalls die Herausforderungen sich stellen werden, in rechtlicher Hinsicht, in grundrechtlicher Hinsicht, aber auch in ethischer Hinsicht. Und das sind Themen, die auf Sie zukommen, wo Sie mitgestalten werden müssen.
Sie werden die Juristinnen und Juristen sein, die diese digitale Transformation ganz zentral mitgestalten werden, die entscheiden werden, auch durch etwa Recht, das sie entwickeln, durch die Anwendung des Rechts, durch die Rechtssprüche, die sie als Richterin oder als Richter treffen, wohin die Reise dieser digitalen Transformation geht. Und darauf wollen wir sie vorbereiten. Mit einem breiten Angebot, das von Computational Thinking im ersten Semester geht, über eine Möglichkeit dann sogar in einem Wahlfach Informatik sich deutlich zu vertiefen, für die, die noch mehr wissen wollen. Wobei das, was hier steht, schon in Wahrheit nicht mehr ganz so stimmt. Wir werden aufgrund der Erfahrungen im ersten Jahr mit diesem Wahlfach hier einfach auch weiterentwickeln, werden weitergehen. Es gibt hier gute Überlegungen, auch mit dem Ars Electronica Center zusammenzuarbeiten, um hier Ihnen wirklich auch etwas ganz Besonderes zu bieten, ein Eintauchen in eine Welt und ein besonderes Studieren in diesem Bereich, der für Sie sicherlich dann als Juristin und Juristin ganz wichtig sein wird. Aber Interdisziplinarität soll es nicht nur in dem Bereich geben, ganz im Gegenteil. Es geht auch darum, dass Sie in vielen Bereichen über den Tellerrand nicht nur blicken, sondern auch das, was hinter dem Tellerrand ist, erkennen können, Kenntnisse in diesen Bereichen haben, was die Geschichte des Rechts betrifft, was die Rechtssoziologie betrifft, die Rechtspolitik oder insbesondere auch die Gender Studies. Interdisziplinarität also als ganz wesentliches Merkmal im Bereich Procedural Justice und darüber hinaus, auch in einem zweiten Wahlfach, das zur Verfügung steht, wenn Sie das ganz besonders vertieft haben wollen. Nachdem sich niemand meldet, glaube ich, dass ich noch dran bin. So ist es. Sie sehen, das Konzept ist gut, meines weniger. Was bedeutet letztlich dann die Lehre in diesem Studium? Sie haben vielleicht schon das Schlagwort der forschungsgeleiteten Lehre gehört, das die universitäre Ausbildung auszeichnen soll. Und diese forschungsgeleitete Lehre ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Alle Kolleginnen und Kollegen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rechtswissenschaftlichen Fakultät sind zunächst einmal auch Forscherinnen und Forscher. Wir forschen in unterschiedlichsten Bereichen zum Thema Procedural Justice etwa. Da gibt es momentan ganz spannende Forschungsprojekte, etwa zur Frage der Verfahrensgrundrechte, der Verfahrenshilfe, aber auch etwa zum Einsatz der Videotechnologie für Gerichtsverhandlungen. Wir forschen zur Digitalisierung des Rechts und der Digitalisierung des Rechts, ganz verstärkt auch interdisziplinär in einem Law Lab des Linz Institute of Technology, wo wir mit Informatikerinnen und Informatikern zusammenarbeiten, etwa auch mit den tollen KI-Forschern der JKU, mit der Roboterpsychologie und so Forschungsprojekte vorantreiben, genauso wie auch andere, die eine ganz starke Praxisorientierung aufweisen, zum Beispiel in den Bereichen Medizin und Pflegerecht oder im Umwelttechnik und Energierecht. Was uns bei all dem wichtig ist, ist, dass wir andere Fakultäten mit einbinden und auch Forscherinnen und Forscher der anderen Fakultäten dazu holen. Und weil wir zunächst einmal Forscherinnen und Forscher auch sind, fließt das natürlich auch in unsere Lehre ganz stark ein. Das heißt, wir sind natürlich mit großer Begeisterung auch Lehrer und sind mit großer Begeisterung dazu da, Ihnen Wissen zu vermitteln. Wir tun das aber vor dem Hintergrund unserer Forschung und können Sie damit nicht nur am aktuellen Stand halten, sondern auch schon eben nach vorne blicken, weil auch unsere Forschungsprojekte klarerweise in die Zukunft gerichtet sind und Sie damit auf Sachen und auf Fragen vorbereiten, die vielleicht heute noch erst im Kommen sind, aber morgen schon ganz aktuell. Das meint forschungsgeleitete Lehre, dass Sie von Personen unterrichtet werden, die in den Bereichen, über die Sie in den Lehrveranstaltungen sprechen, auch deshalb ganz besonders gut Bescheid wissen, weil Sie dazu auch Forschung betreiben und das in einem intensiven Maß. Wenn ich eines dazu an der Stelle sagen darf, vielleicht auch außer Programm, weil ich es besonders toll finde, die rechtswissenschaftliche Fakultät der JKU ist auch deutlich größer geworden. Es sind einige neue Forscherinnen und Forscher in den letzten Monaten, im letzten Jahr zu uns gestoßen. Und ich glaube, wir können wirklich mit Fug und Recht sagen,
Die JQ hat eine ganz junge rechtswissenschaftliche Fakultät. Kollege Janke und ich werfen den Altersschnitt in Wahrheit schon hinauf. Es sind viele ganz neue, engagierte, junge Professorinnen und Professoren zu uns gekommen, die mit Sicherheit, das kann man sagen, zu den Besten im deutschsprachigen Raum in ihrem Bereich zählen. Und es wird mit hohem Engagement gemeinsam geforscht, in gemeinsamen Projekten, die auch gemeinsam entwickelt werden. Also wir sind in einem dynamischen Prozess und wir würden uns freuen, wenn Sie in diesem mit uns mit einsteigen. Ja, herzlichen Dank. Das mit dem Altersschnitt bin natürlich vor allem ich, ja. Aber der kann einen Jungsprung im Vergleich zu mir. Aber Sie haben jetzt gehört, meine Damen und Herren, was wir uns gedacht haben im Endeffekt, als wir als Fakultät dieses Studium entwickelt haben, was wir versucht haben, an neuen Elementen einzubauen, was unsere Grundüberlegungen waren. Aber ich denke, für Sie wird es auch ganz besonders spannend sein, einfach zu hören, wie ist das jetzt zumindest einmal in diesen ersten 1,5 Semestern des Studiums bei denen angekommen, für die wir dieses Konzept entwickelt haben, bei unseren Studierenden. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ich freue mich sehr, dass eine Kollegin und ein Kollege, die Frau Kandlat und der Herr Peternell, sich bereit erklärt haben, hier im Rahmen dieser Infoveranstaltung eben aufzutreten und tatsächlich ihre Innensicht auf das Studium und ihre bisherigen Erfahrungen mit uns zu teilen. Wobei sie natürlich das Pech unter Anführungszeichen hatten, dass das Konzept, Sie haben ja gehört, das Konzept ist ganz stark auf Präsenz ausgelegt, natürlich jetzt in diesem vergangenen Studienjahr nur sehr bedingt zur Anwendung kommen konnte, weil wir zwar präsent begonnen haben, aber halt in der zweiten oder dritten Novemberwoche dann Corona-bedingt in den Distance-Modus überwechseln mussten, wo wir uns bis jetzt befinden und wo wir erst jetzt für die nächsten Wochen dann wieder eine Rückkehr an den Campus planen. Aber Frau Kollegin, Herr Kollege, ich darf Sie bitten, vielleicht jetzt Ihre Eindrücke einmal kurz zu schildern. Danke. Ja, danke schön. Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Wie der Herr Professor Janke schon gesagt hat, sind meine Kollegen ich heute hier, um auch ein bisschen die Studentensicht von diesem neuen Studium zu schildern, da wir sozusagen die erste Versuchsgruppe waren. Und vielleicht ganz am Anfang mal, was so für mich die Punkte waren, warum ich gesagt habe, okay, es wird eher das Bachelorstudium und nicht das Diplomstudium. Also ganz am Anfang habe ich schon mal 2 Semester Diplomstudium studiert in Wien und wollte dann generell nach Linz wechseln und eigentlich hier das Diplomstudium weiter studieren. Und bin dann eben durch Zufall auf dieses neue Format, sprich das Bachelor-Master-Format gekommen. Und für mich waren so wirklich die ausschlaggebenden Punkte einerseits von der Organisation her, dass man sagt, man hat wirklich fixe Klassen und man hat vorgegebene Lehrveranstaltungen, die zu erledigen sind und die Prüfungen sind vorgeschrieben. Und man hat auch natürlich eine kleinere Gruppe, sprich man hat dieselben ungefähr 60 Studierenden. Und mit der Zeit lernt man sich da natürlich auch viel besser kennen, als wenn man sagt, man sitzt jetzt mit 300 Studenten im Lehrsaal. Und eben auch, dass man sich zum Beispiel für Lehrveranstaltungen, dass die für einen angemeldet werden. Das heißt, man hat immer auf jeden Fall einen fixen Platz. Und es ist jetzt einmal nicht, dass man sagt, okay, man kommt in die eine Lehrveranstaltung nicht rein und das muss man jetzt aufs nächste Semester verschieben. Also ganz generell diese wirkliche Planbarkeit. Und natürlich dadurch, dass man aus dieser Gruppe nicht rausfliegen möchte, auch der Ansporn, dass man immer mitlernt und wirklich im Unterricht mitmacht. Und so die Eindrücke ganz generell, was eben auch dieses Klassenprinzip betrifft, sind auf jeden Fall, dadurch, dass es eine kleinere Gruppe ist, kann man sich sehr stark einbringen und kann wirklich auch Probleme oder spezifische Fragen, die man selber bei Themen sieht, in der Gruppe erörtern und hört dadurch natürlich nicht nur seine Meinung, sondern auch die von Mitstudierenden. Und es ist einfach, dass die Unterrichtsart ist eine komplett andere, dadurch, dass eben viel mehr auf einen eingegangen werden kann. Und man bekommt dadurch auch ein, sagen wir, umfassenderes Verständnis vom Stoff oder auch ein tieferes Verständnis, anstatt wenn man sich das alles großteils eigentlich selber beibringen muss. Und es ist auch angenehmer, Fragen zu stellen und sich wirklich im Unterricht einzubringen, als wenn man sagt, man sitzt jetzt im Hörsaal mit 300 Studenten
und muss dann eine Frage vor 300 Studenten stellen, ist natürlich das ein bisschen eine angenehmere Atmosphäre. Was natürlich noch ist, grundsätzlich von der anderen Seite her, durch die gezielten Fragen bei stoffrelevanten Themen wird natürlich auch den Lehrenden ein ziemlich genaues Bild vermittelt, wo es vielleicht noch Probleme gibt, wo was nicht ganz verstanden wurde. Und dadurch wird dann halt auch individuell eben auf solche Sachen eingegangen, vielleicht Sachen zweimal erklärt, was natürlich für das Verständnis nochmal sehr zutunlich ist. Und da wir natürlich der erste Jahrgang jetzt sind, aber dass auch in weiteren Jahrgängen sicher vorgesetzt wird, dass immer versucht wird, dieses Studium zu optimieren und zu verbessern, ist natürlich so eine Feedbackschleife relativ wichtig, was bei uns halt grundsätzlich stattfindet durch Mentoring-Gruppen oder eben direktes Feedback, was man direkt an die Vortragenden richten kann und was dann eigentlich auch immer sehr schnell umgesetzt wird, eben um wirklich das bestmögliche Studium im Idealfall dann zu erreichen und natürlich auch Probleme, die aktuell auftreten, dass man da relativ schnell eine Lösung findet. Das wäre jetzt mal so von meiner Seite, die Grundeindrücke. Okay, dann mache ich gleich weiter. Also ich bin die Katharina und warum ich mich für das Bachelorstudium entschieden habe, naja, also ich komme direkt von der AHS und wie manche anderen das wahrscheinlich auch gehen wird, ich war mir halt nicht ganz sicher, was ich nach der AHS machen will, habe eigentlich immer schon Interesse an JUS gehabt. Und eine gute Freundin von mir, die schon länger an der JKU studiert, hat mir dann halt eben dieses Studium empfohlen, weil sie halt davon gehört hat. Und dann habe ich mich halt selber ein bisschen schlau gemacht und habe ein bisschen auf der Website nachgeforscht. Und ich muss sagen, mir das dann eigentlich sehr angesprochen. Also auch, dass es so strukturiert ist und dass man auch viel gefördert wird in diesem Rhetorikbereich bzw. Kommunikationsbereich. Das hat mir sehr zugesagt, weswegen ich mich dann auch angemeldet habe. Und ich muss auch sagen, bis jetzt bin ich diesbezüglich noch nicht enttäuscht worden. Und also ich werde jetzt ein bisschen über den Zeitaufwand reden und der ist meiner Meinung nach eigentlich, ja, es ist schon viel zum Teil, es ist natürlich ein Vollzeitstudium und man muss auch irgendwie im Kopf behalten, dass es ein Rechtsstudium ist, also allzu leicht ist es natürlich auch nicht, aber eigentlich wird der Stoff in den Lehrveranstaltungen sehr gut durchgenommen und wenn man immer dabei ist und auch hin und wieder mitarbeitet, kriegt man das eigentlich in der Lehrveranstaltung schon ziemlich gut vermittelt. Also es wäre nie so, dass ich mir jetzt denke, ich muss den ganzen Nachmittag lernen und habe dann voll den Stress, dass ich mitkomme und hinten und voran geht es nichts mehr aus. Also sicher, es stimmt schon, es gibt einige Tage, wo man natürlich länger dann am Campus ist, beziehungsweise wie es derzeit ist, halt vom Laptop. Aber am Ende vom Tag hat man dann trotzdem nur genug Freizeit und es wäre nie so, dass das Wochenende auch mit Lernen voll geplant ist, auch jetzt vielleicht in der Klausurenphase. Aber ich denke, wenn man immer gut dabei ist und vielleicht ein bisschen was investiert, dann kriegt man das ganz gut unter den Hut. Und da komme ich dann auch schon zur Prüfungsphase. Also es ist so aufgeteilt, dass wir zwei Prüfungsphasen haben. Und da bin ich eigentlich ein großer Fan davon. Es ist nicht so, dass wir große Prüfungen am Ende des Semesters haben, wie es vielleicht in anderen Studien so üblich ist, sondern wir haben das wirklich so aufgeteilt, dass wir halt schon mehrere Klausuren haben, aber dafür halt das auch so aufgeteilt, dass der Stoff sich jetzt nicht überhäuft und nicht schaffbar wäre. Also ich persönlich hätte noch nie das Gefühl gehabt, ich komme im Stoff im Lernen nicht zusammen bei einer Klausur. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass das so aufgeteilt ist, weil, wie gesagt, für mich persönlich wäre das jetzt nichts, eine Riesenprüfung am Ende des Semesters zu haben. Und deswegen bin ich da eigentlich auch sehr froh, dass das so geregelt worden ist im Bachelorstudium. Also da kommt man auf jeden Fall voll klar. Wie gesagt, man muss sich schon engagieren und man kann sich nicht faul zurücklehnen, aber ich denke, wenn man da ein bisschen Engagement sagt, dann ist das leicht schaffbar. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was vielleicht einige auch ganz interessant finden werden, dass sie die Prüfungen halt, insofern man den ersten Antritt schafft, nicht sehr in die Ferien rein verschieben, sondern man hat dann auch wirklich seine Freizeit zwischen den Semestern. Und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, also dass es auch wirklich so geregelt ist, dass man am Ende vom Semester dann auch wirklich fertig ist. Also vorausgesetzt, man schafft natürlich den ersten Antritt, aber es wäre jetzt nicht so, dass die Ferien dann voll geplant werden mit etlichen Prüfungen. Das wäre es dann von meiner Seite. Vielleicht, wenn ich noch kurz bei den Prüfungen einhaken darf. Es ist so, dass die Prüfungen natürlich kleiner sind und es ist meistens so, dass nur gewisse Stoffbereiche bei einer Prüfung abgedeckt werden. Was natürlich einerseits den Vorteil hat, dass es weniger Stoffmenge ist. Auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich auch, dass man wirklich sich mit dem Stoff explizit sehr genau beschäftigt und wirklich viele Prüfungsfälle macht
und da auch viel tiefer in die Materie hineinkommt, als wenn man sagt, man lernt das halt ein bisschen so oberflächlich, weil man eh noch 20 andere Themen zu lernen hat. Und dadurch kann man sich natürlich viel mehr auf diese Themen und wirklich die Tiefe fokussieren, die man dabei kriegt. Ja, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Sie werden dann noch in der Diskussion auch noch die Möglichkeit haben, natürlich auch an unsere beiden Studierendenvertreter, Vertreterin Fragen zu stellen. Ich habe zuerst angerissen, die beiden, wie gesagt, konnten den Campus nicht so richtig ausleben im Lauf oder im vergangenen Studienjahr, Corona-bedingt. Und das ist sehr schade, weil ich weiß nicht, ob Sie den Campus schon kennen, aber wir haben in den letzten Jahren tatsächlich an unserer Universität sehr viel investiert in die Attraktivität des Campus, dass er eben nicht nur ein Lern- und Lehrort ist, sondern auch ein Ort sein kann, wo man seine Freizeit verbringt, wo man so tatsächlich Kontakte mit anderen pflegt und auch jenseits der Lehrveranstaltungen noch da bleibt. Und eine, die den Campus im Betrieb schon kennt, ja, im Endeffekt, wenn auch jetzt zum Teil am Schluss von Baustellen etwas überlagert, ist die Emma Frixeder, die bei uns, also die im Diplomstudium studiert und bei uns im Dekanat als Assistentin, als studentische Mitarbeiterin mitwirkt, sehr verdienstvoll, genauso wie die Katharina Leitner, gerade auch bei der Betreuung dieses Bachelorstudiums. Und die Emma wird uns jetzt noch ein paar Dinge über unseren Campus erzählen, den wir ja hoffentlich dann im Herbst auch wieder wirklich intensiv nutzen können. Ja, danke schön. Ja, auch wenn es jetzt bei diesem Vortrag vielleicht ein wenig so wirken mag, besteht die JKU nicht nur aus Rechtswissenschaften. Nein, im Endeffekt ist genau das Besondere der JKU, dass die JKU eine Campus-Universität ist. Das heißt, dass an der JKU über 80 verschiedene Studienrichtungen an einem Ort zusammenkommen und dass sie über 20.000 Studierende bei unserem Campus antreffen können, die verschiedensten Studienrichtungen studieren. Aber dass die JKU eine Campus-Universität ist, bedeutet nicht nur das, sondern es bedeutet auch, dass man bei unserem Campus nicht nur studieren, sondern auch leben kann. Und leben bedeutet einerseits wohnen. Wohnen kann man nämlich bei unserem Campus in unmittelbarer Nähe vom Campus in verschiedenen Studentenheimen, wo man wirklich preisgünstige Studentenheimzimmer anmieten kann und dann in wenigen Gehminuten schon den Campus erreichen kann. Ja, aber Leben bedeutet auch Verpflegung und auch dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten bei unserem Campus. Da gibt es einerseits die Mensa, die übrigens nur mit Biofleisch und regionalen Produkten kocht. Andererseits gibt es aber auch verschiedene Cafés und besonders hervorzuheben ist meiner Meinung nach auch das Teichwerk. Das ist ein Café und Restaurant, das mitten bei uns am Uniteich ist und das ist nicht nur ein toller Ort, um dort seine Mittagspause zu verbringen, sondern auch um einen anstrengenden Vorlesungstag einmal mit seinen Studienkolleginnen und Kollegen ausklingen zu lassen oder auch um eine vielleicht bestandene Prüfung ein bisschen zu feiern. Ja, aber nicht nur kulinarisch hat unser Campus viel zu bieten, nein, auch für die Sportbegeisterten unter Ihnen gibt es einiges. Es gibt zum Beispiel über 150 verschiedene USI-Kurse und da ist von Zumba bis hin zu Yoga, Klettern und Basketball, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Dann gibt es auch ein Fitnessstudio. Und das Besondere an diesem Fitnessstudio ist, dass sich da der Preis nach ihrer Prüfungsaktivität richtet. Das heißt, je fleißiger man im Studium ist, desto weniger zahlt man dann auch für das Fitnessstudio. Ja, und wenn man vielleicht ein bisschen mehr draußen sein will, gibt es auch noch einen superschönen Volleyballplatz direkt vorm Teich oder auch ein Fußballfeld. Ja, dann kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir uns vielleicht im Herbst einmal präsent am Campus sehen und darf somit wieder an Professor Janko übergeben. Ja, herzlichen Dank. Also ich hoffe, dass Sie jetzt, verehrte Damen und Herren, dass Sie jetzt ein bisschen Gusto bekommen haben auf die JKU, aber auch auf unsere Angebote an der rechtswissenschaftlichen Fakultät und im ganz Besonderen auch am Bachelorstudium der Rechtswissenschaften. Wenn das so ist, müssen Sie allerdings noch eine kleine Hürde überwinden, um tatsächlich in dieses Bachelorstudium zu kommen. Nämlich, es gibt, wie eingangs schon gesagt wurde, als Zulassungsvoraussetzung zu diesem Studium im Bachelorstudium ein Aufnahmeverfahren. Und das
oder Franz Leitmüller schon als ganz wesentlichen Unterschied zwischen dem Diplomstudium und dem Bachelorstudium geschildert. Wobei, um auf eine Frage im Chat einzugehen, glaube ich, ganz wichtig, wenn Sie das Aufnahmeverfahren probieren für das Bachelorstudium und hier doch keinen Platz bekommen sollten, dann besteht auch nach der Bekanntgabe des Ergebnisses vom Aufnahmeverfahren fürs Bachelorstudium noch die Möglichkeit, einen Zulassungsantrag für das Diplomstudium zu stellen. Das heißt, Sie vertun Sie sozusagen nichts oder Sie verpassen keine Fristen. Es ist sozusagen eine nacheinander Abhandlung auch dieser beiden Zulassungsanträge möglich. Ja, wie läuft das Aufnahmeverfahren ab? Sie haben vielleicht schon gesehen, der erste Schritt ist die elektronische Registrierung zu diesem Studium. Und diese elektronische Registrierung ist seit dieser Woche online. Und sie läuft aber noch relativ lange. Das heißt, sie läuft bis 6. Juli 2021. Für die Registrierung ist der Abschluss der Matura noch nicht erforderlich. Sehr wohl allerdings dann im Herbst, wenn Sie einen Studienplatz haben und wirklich die Zulassung bekommen wollen, dann brauchen Sie dann die Matura. Aber ich sage mal auch, eine Matura im Herbsttermin würde noch genügen, um dann einen im Rahmen des Aufnahmeverfahrens erworbenen Studienplatz letztlich in Anspruch nehmen zu können. Jetzt für die Registrierung und für das ganze Aufnahmeverfahren brauchen Sie die Matura noch nicht. Andererseits, wenn Sie die Registrierung nicht machen und auch nicht fristgerecht machen bis 6. Juli, bitte Vorsicht, dann ist der Zug, kann man sagen, um bei diesem Bild zu bleiben, abgefahren. Das heißt, auch was auch immer Sie für Gründe vorbringen würden im Endeffekt, warum die Registrierung bis 6. Juli 2024 nur nicht möglich war, das würde Ihnen nichts helfen, dann sind Sie für das kommende Studienjahr beim Bachelorstudium draußen. Also bitte die Frist unbedingt wahren und wenn Sie Interesse haben, man kann sich jetzt jederzeit anmelden, das schadet auch nicht. Also man kann auch dadurch jetzt nichts verlieren. Wenn Sie registriert sind, ja, dann wird zunächst einmal gezählt, sind überhaupt genug Registrierungen eingelangt, nämlich genug, um ein Aufnahmeverfahren durchführen zu müssen, sprich mehr Registrierungen eingelangt, als Studienplätze zur Verfügung stehen. Darf ich Ihnen vielleicht vom Vorjahr her eine kleine Vergleichszahlen mitteilen. Wir hatten im Vorjahr 60 Studienplätze und diese 60 Studienplätze mit einer am Ende dann Überbuchungsmöglichkeit um bis zu 10%, das erklärt auch, warum wir zunächst einmal in den Statistiken 64 jetzt Personen hatten, weil wir einfach 4 mehr eingebucht haben. Aber wenn, also 60 Plätze stehen zur Verfügung, wir hatten im vergangenen Jahr 191 geltende wirksame Voranmeldungen und damit mehr als die 60 und damit musste das Aufnahmeverfahren stattfinden. Der erste Schritt des Aufnahmeverfahrens ist dann ein relativ unspektakulärer, aber ein Schritt, der Sie auch wiederum anregen soll, sich doch für sich selbst einmal mit Ihrer Studienwahl auseinanderzusetzen und zu fragen, sich selbst zu fragen, ob Sie ohnehin sich was dabei gedacht haben, sage ich mal, als sie sich für dieses Studium angemeldet haben. Nämlich, es werden ihre Motivationsgründe für das Studium erhoben. Das ist für uns interessant, weil wir wissen wollen, warum sich junge Menschen für ein Jus-Studium und ganz speziell für das Bachelorstudium interessieren. Es ist aber auch für sie wichtig, um sie vor einer übereilten oder vielleicht nicht wirklich überdachten Studienwahl zu bewahren. Sie müssen elektronisch, also es geht alles online, hier Fragen eben beantworten zu den Beweggründen für Ihre Studienwahl, zur Selbsteinschätzung, warum Sie glauben, dass Sie für ein Studium des Rechts geeignet sind. Und wir möchten auch gerne von Ihnen wissen, was Sie sich an mittel- und langfristigen beruflichen Zielen gesetzt haben. Das heißt, Sie sehen, es geht nicht darum, hier irgendetwas qualitativ hochstehend zu beantworten, ja, oder irgendetwas richtig zu beantworten, sondern es geht einfach nur darum, diese Fragen zu beantworten, sich etwas dabei zu denken, sich ernsthaft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und das dann eben auch zu Papier, unter Anführungszeichen, also elektronisch zu Papier zu bringen. Sie haben ab 13. Juli dann Zeit, dieses Motivationsgründeformular zu befüllen. Am 13. Juli wird eben allen, die registriert sind, die Website bekannt gegeben,
auf der diese Fragen zu beantworten sind und leicht nachzurechnen. Am 27. Juli, 24 Uhr ist Abgabe. Das heißt, Sie haben genau 2 Wochen Zeit, um tatsächlich dieses Motivationsgründeformular entsprechend zu befüllen. Wenn die Phase vorbei ist, dann zählen wir wieder nach und schauen, wie viele Motivationsschreiben sind eingelangt, und zwar so eingelangt, dass wir sagen können, der oder die Hochladende hat sich ernsthaft, also mit den Fragen auseinandergesetzt. Letztes Jahr waren das, wobei jetzt wir eigentlich keinen Fall hatten, wo wir dann befunden haben, da ist keine ernsthafte Auseinandersetzung erfolgt, aber es haben halt einige Damen und Herren zunächst sich registrieren lassen und dann gar kein Motivationsschreiben abgegeben. Es sind also nach dieser Motivationsschreibenphase letztes Jahr 126 Personen übrig geblieben. Das heißt, es waren immer noch mehr als doppelt so viele, als Studienplätze zur Verfügung gestanden sind. Und daher mussten wir dann eben tatsächlich letztes Jahr einen Aufnahmetest, das ist das eigentliche Herzstück dann des Aufnahmeverfahrens, durchführen. Wenn Sie sich hier ein bisschen vom Zeitplan her orientieren möchten, Sie bekommen also relativ schnell, nachdem die Frist für das Ausfüllen des Motivationsgründeformulars abgelaufen ist, auch eine Information darüber, ob Sie zum Aufnahmetest zugelassen sind oder nicht, nämlich konkret bis zum 3. August. Am 3. August wissen Sie also, ich bin immer noch dabei, und Sie wissen aber auch, es gibt einen Aufnahmetest. Und dieser Test ist dann auch wieder hier 14 Tage später, also nach dem Marienfeiertag, nach dem 15. August, konkret am 17. August 2021. Und zwar wird dieser Test präsent am Campus der JKU stattfinden. Es steht so unten auch immer hier noch fett, dass Corona-bedingt es zu einem abweichenden Verfahren kommen kann. Kein Mensch kann einschätzen, wie sich die Zahlen tatsächlich entwickeln werden. Wir gehen allerdings schon sehr stark davon aus, dass es sich hier wirklich um einen Präsenztest handeln wird, so wie das auch im vergangenen Jahr der Fall war. Eine Frage, die jetzt immer wieder auftaucht, ist die, wie bereitet man sich am besten für diesen Aufnahmetest vor? Hier bitte ein ganz wesentlicher Unterschied zum Medizinaufnahmetest, wo wir wissen, dass ein großer Aufwand betrieben wird, also diverseste Sachen zu lernen, Kurse zu besuchen und so weiter, wo zum Teil auch ganz schön viel Geld ausgegeben wird. Bei uns ist das nicht so. Also bei uns geht es nicht um einen Wissenstest, sondern es geht bei uns eigentlich, daher kann man sich auch nicht jetzt wirklich vorbereiten, man kann nicht speziell darauf hinlernen, sondern es geht in Wahrheit ganz stark um 2 Aspekte, nämlich es geht um das sinnerfassende Textverständnis und die logische Argumentation. Es ist, glaube ich, in dieser Veranstaltung ein paar Mal schon durchgedrungen oder durchgeklungen. Für Juristinnen und Juristen ist Sprache, gesprochen und geschrieben, ein ganz wichtiges Faktum, eine ganz wichtige Kernkompetenz. Und Kommunikation mit unterschiedlichen Personen, unterschiedlicher sage ich mal, Herkunft, unterschiedlicher beruflicher Qualifikation und, ein ganz wesentliches Thema. Und auch schon allein, dass ich einen Gesetzestext lese und analysiere, dafür muss ich in der Lage sein, einfach einmal entsprechende Texte vernünftig auch sinnerfassend zu lesen. Und genau so konzipieren wir den Aufnahmetest. Wir haben es letztes Jahr so gemacht und machen es heuer wieder so. Also ein Beispiel etwa, nur dass Sie sich was vorstellen können. Wir haben letztes Jahr etwa eine Rede, die der amtierende Verfassungsgerichtshofspräsident Christoph Grabenwarter bei den Salzburger Festspielen gehalten hat, zum Anlass 100 Jahre Bundesverfassung, eben auszugsweise den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Tests eben gegeben und haben dann zu diesem Text einfach Fragen gestellt, die dann eben unter auch zur Hilfenahme des Textes eben beantwortet werden mussten. Heuer wird es wieder so sein. Und die Vergabe der Studienplätze, also es werden 60 mindestens sein. Wir werden aber vor allem, wenn es dann so am Cut-off mehr oder weniger eher knapp ist, auch wieder von der Möglichkeit der Überbuchung bis hin zu 66 Plätzen Gebrauch machen. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt dann ausschließlich nach dem Ergebnis, das Sie bei diesem Test erzielt haben. Ja, und dann bekommen Sie eben von uns möglichst schnell eine Information darüber,
ob sie den Test, nicht ob sie den Test positiv absolviert haben oder nicht, sondern ob sie beim Test eben auf einem entsprechenden Rangplatz waren, der ihnen tatsächlich einen Studienplatz verschafft, ob sie also unter den besten 60 gewesen sind oder dann eventuell noch einen Platz im Rahmen dieses Überbuchungsverfahrens zugeteilt bekommen haben. Wenn das so ist, ja, dann bleibt noch ein formaler Schritt letztlich zu setzen. Sie müssen dann, auch hier wieder kann man Corona-bedingt darüber diskutieren, ob das so sein wird, wird aber vermutlich so sein, grundsätzlich persönlich mit den Originaldokumenten, also vor allem, da ist jetzt das Maturazeugnis, weil mit dem Reifeprüfungszeugnis dann vor Ort bis 6. September, das ist ein Montag heuer, eben zu uns zur Uni kommen, zur Zulassungsstelle kommen und dort bekommen sie dann letztlich ihre Zulassung, ihren Studierendenausweis, mit dem sie dann tatsächlich bei uns hier alle diversen Services nutzen können. Wie gesagt, falls Corona-bedingt eine persönliche Zulassung nicht möglich ist und das online abgewickelt wird, werden sie natürlich von uns auch gemeinsam mit dem Testergebnis entsprechend informiert. Ja, und danach, das erfahren Sie ohnehin dann, das glaube ich, müssen wir jetzt noch nicht so groß bei oder groß breit treten. Danach können Sie dann Ihre IT-Services aktivieren. Danach können Sie eine Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen durchführen. Wobei, wie der Herr Betanel schon völlig richtig gesagt hat, eben das Programm vorgegeben ist und Sie auch fix einen Platz in den Lehrveranstaltungen jedenfalls zugewiesen bekommen. Also ich lade Sie ganz herzlich ein. Beteiligen Sie sich an diesem Aufnahmeverfahren. Und dann hoffe ich, dass Sie einen Platz bekommen und dass wir Sie tatsächlich dann bei uns im Herbst begrüßen dürfen. Jetzt darf ich noch kurz auf ein paar wichtige Kontaktadressen verweisen, wo es auch möglich ist, eben weitere Informationen zu bekommen. Es gibt eine eigene Stelle, Studierendeninfo und Beratungsservice, also eine Abteilung der Universitätsverwaltung, wo Sie Informationen bekommen können. Sie können natürlich sich jederzeit auch an das Dekanat unserer Fakultät unter den hier genannten Telefonnummer bzw. E-Mail-Adressen wenden. Ja, und dann das Zulassungsservice, also vor allem für diesen, also das Zulassungsservice administriert auch das Aufnahmeverfahren mit und ist dann vor allem für diese finale wirkliche Zulassung dann zuständig. Das wäre hier diese Adresse zulassung@jku.at, wo man Ihnen eben auch weiterhelfen kann. Also Informationen gibt es genug. Ich hoffe, wir haben Sie mit diesen Informationen jetzt auch nicht überladen, aber wenn es Informationen gibt, die Sie noch brauchen und die Sie jetzt von uns nicht erhalten haben, dann laden wir Sie jetzt eben final dazu ein, sich mit Ihren Fragen noch an uns zu wenden und wir werden gemeinsam, die wir hier noch präsent sind, versuchen, diese bestmöglich zu beantworten. Ich würde den Fragen noch kurz mal vorweggreifen und noch einen kurzen Aufnahmetest sagen. Und zwar wäre es vielleicht auch ganz günstig, wenn man vor dem Aufnahmetest vielleicht einmal in einen Gesetzestext oder so reinschaut und sich einfach einmal ein bisschen was durchliest und sich anschaut, okay, wie sind da die Sätze aufgebaut, wie ist der generelle Ablauf? Weil bei uns im Aufnahmetest kam zum Beispiel ein Gesetzestext und das hat einigen anscheinend ein paar Probleme bereitet. Weil die sind natürlich schon ein bisschen eigen geschrieben, aber daran gewöhnt man sich relativ schnell. Also nur, dass man dann davon nicht überrascht wird. Das ist sicher eine sehr gute Anregung, ja. Aber ich glaube, ganz allgemein, die beste Vorbereitung ist Lesen. Verschiedenste Texte lesen, natürlich vor allem auch Texte lesen, die irgendeinen juristischen Bezug haben, das jetzt Zeitungstexte sind oder eben bis hin zu einem vielleicht etwas einfacheren, aber doch Gesetzestext, das sind interessante Vorbereitungsmöglichkeiten. Sonst darf ich vielleicht noch eine häufig gestellte Frage in den Raum werfen. Und zwar, kann man das Bachelor- und das Diplomstudium der Rechtswissenschaften parallel absolvieren? Ja, also das bitte, meine Damen und Herren, ich sage parallel, nämlich nicht nur absolvieren, sondern auch parallel studieren, muss man ganz offen sagen, ist nicht möglich. Also nachdem beide Studien eben kernjuristische Studien sind und damit letztlich dasselbe Ausbildungsziel haben, besteht gesetzlich nicht die Möglichkeit, beides nebeneinander zu studieren oder auch dann hintereinander zu studieren, sondern Sie müssen sich für eine Variante entscheiden.
Wie gesagt, die Zulassung zum Diplomstudium geht jedenfalls auch noch, nachdem das Aufnahmeverfahren fürs Bachelorstudium bereits abgeschlossen ist. Das heißt, wenn Sie sagen, ich hätte das gern studiert, aber habe keinen Platz bekommen, dann können Sie sich natürlich noch für das Diplomstudium anmelden. Kein Problem, beim Diplomstudium ist ohnehin nach oben hin alles offen, es gibt keine Platzbeschränkungen. Allerdings, Zulassungsanträge zu beiden zu stellen, ist nicht erfolgreich. Sie würden dann beim ersten zugelassen, beim zweiten eben nicht zugelassen. Wenn Sie wechseln wollen, das ist natürlich eine Möglichkeit, da müssen Sie einfach mit dem, was Sie als erstes gewählt haben, aufhören, die Zulassung zu diesem Studium beenden und können dann in den entsprechenden Zulassungsfristen des Sommer- oder Wintersemesters eben einen Antrag auf Zulassung zum anderen Studium stellen. Vorsicht, relativ leicht geht es vom Bachelorstudium zum Diplomstudium, eben weil das Diplomstudium offen ist, weil im Diplomstudium eben auch ein Einstieg schiefsemestrig möglich ist, also in das Sommersemester hinein möglich ist. Umgekehrt ist es etwas schwieriger vom Diplomstudium zum Bachelorstudium, weil es eben im Bachelorstudium das Aufnahmeverfahren gibt, dieses Aufnahmeverfahren nur einmal im Jahr stattfindet und damit den Studienstart auch nur einmal im Jahr, nämlich im Herbst, möglich ist. Also Sie müssen dieses eine zentrale Aufnahmeverfahren absolvieren. Der Wechsel hat natürlich Nachteile, sage ich ganz offen. Denn obwohl es letztlich zwei Studien sind, die dasselbe Ziel verfolgen und das Ausbildungsniveau, das sie am Ende erreichen, in Wahrheit das gleiche ist, ist der Weg ein ganz anderer. Jetzt gibt es zwar an sich Möglichkeiten, sich Lehrveranstaltungen und Prüfungen anrechnen zu lassen und anerkennen zu lassen, wenn man ein Studium wechselt. Sie werden allerdings feststellen, dass die Lehrveranstaltungen und Prüfungen des Bachelorstudiums, weil das Bachelorstudium eine ganz andere Struktur hat, in der Regel nicht inhaltlich gleichwertig sind mit den Lehrveranstaltungen des Diplomstudiums, die Sie in den vergleichbaren Studienphasen absolvieren. Das heißt, Sie werden, wenn Sie hier hin und her wechseln, das ist relativ egal, in welche Richtung Sie wechseln, Sie werden hier jedenfalls gewisse Wechselverluste haben. Also Sie werden Prüfungen absolviert haben, die dann nicht eins zu eins anrechenbar sind, weil es eben die vergleichbare und damit in einem Konnex stehende Lehrveranstaltung in dem anderen Studium nicht gibt. Das muss man ganz offen sagen. Daher bitte auch wirklich diese große Studienentscheidung, Bachelor oder Diplom, gut überlegen. Ein nachträglicher Wechsel ist möglich, aber er ist schwierig und wird vermutlich zu Verlusten führen, nämlich zu Leistungsverlusten führen. Man hat nichts sinnlos gelernt, ja, das hat man nie. Aber die formelle Anerkennung wird schwierig sein. Im Chat ist gerade noch die Frage aufgetaucht, was denn die Vor- bzw. Nachteile des Diplomstudiums im Vergleich zum Bachelorstudium wären. Ja, also wenn ich jetzt da mal kurz was sagen darf, also ich denke, der Franz Leidenmüller hat das an sich schon ganz gut beschrieben. Es ist ein bisschen, glaube ich, eine Geschmacksfrage und auch ein bisschen eine Frage der persönlichen Erwartungen und vielleicht auch der Persönlichkeitsstruktur. Ich würde es mal groß umschreiben, Flexibilität, wenn ich Flexibilität will, also vor allem, wenn ich nicht bereit oder nicht in der Lage bin, Vollzeit zu studieren. Und das wissen wir, dass bei unseren Studierenden an der JKU insgesamt die prozentuelle Rate derer, die eben berufstätig sind und zwar jetzt nicht nur so einen klassischen Studentenjob nebenher haben, sondern die wirklich berufstätig sind, also mit 20 Stunden oder mehr, oder die Betreuungspflichten haben, sehr groß ist. Und wenn ich zu dieser Gruppe gehöre oder zu einer dieser Gruppen gehöre, dann wird für mich, das muss man ganz klar sagen, das Bachelorstudium mit seinem strikten Stundenplan, mit seinem Klassensystem, mit seinem doch sehr klaren Konzept und dem Aufbau der einzelnen Veranstaltungen im Semesterablauf
nicht die optimale Lösung sein. Also das Bachelorstudium würde ich nur beginnen, wenn ich tatsächlich mich im Prinzip einmal Vollzeit auf das Studium konzentrieren kann. Wenn nicht, dann ist, also wenn ich Flexibilität will, dann würde ich ins Diplomstudium gehen. Also wenn ich mehr Flexibilität bin, würde ich ins Diplomstudium gehen und würde im Diplomstudium dann, je nachdem, wenn ich jetzt nicht nur zeitliche Flexibilität haben will, sondern vor allem auch die örtliche Flexibilität haben will, dann habe ich natürlich mit dem Multimedia-Diplomstudium, das praktisch fast zu 100% im Distance-Learning-Betrieb geht und auch weitergehen wird, auch wenn Corona mal wieder vorbei sein sollte, ja, dann werde ich im Diplomstudium, also in dem Multimedia-Diplomstudium am besten letztlich aufgehoben sein. Also ich glaube, das ist die ganz wesentliche Grundweichenstellung. Der Herr Betternel hat es, glaube ich, aber schön zitiert, was die schön skizziert, was die Vorteile des Bachelorstudiums sind. Ich bin nicht in einer Kohorte, ich bin in einem organisierten Studium. Ich muss mir nicht frei, sage ich mal, zusammensuchen, meinen Studienablauf und meine Lehrveranstaltungen und dann hoffen, dass ich die richtige erwische und überall immer reinkomme. Wobei das in Wahrheit bei uns im Diplomstudium auch sehr gut abgesichert ist. Also die Situation, dass ich in einer Lehrveranstaltung keinen Platz bekomme, nämlich überhaupt keinen Platz bekomme, haben wir im Diplomstudium auch nicht. Es ist aber sehr wohl so, durch die großen Studierendenzahlen, da gibt es halt für, was ich, eine Arbeitsgemeinschaft im ersten Semester, gibt es halt 10 parallele Lehrveranstaltungen. Und da ist halt durch nichts garantiert, dass ich genau die Lehrveranstaltung bei der Lehrveranstaltungsleiterin oder zu dem Zeitpunkt, wo ich es haben will, kriege. Ich kriege eine, aber nicht genau die eine vielleicht, die ich primär möchte. Also das ist aber bei Bachelorstudien überhaupt kein Problem. Da weiß ich genau, was mein Programm ist. Das sind die Wahlvarianten relativ klein. Da gibt es also zwar schon 2 Wahlschienen, derer man sich bedienen kann, aber das meiste ist sozusagen ein fixes Pflichtprogramm, das Semester durchgetaktet ist. Ich brauche mich da um weniger kümmern. Ich habe vielleicht weniger Selbstverantwortung bei meiner Studienplanung. Also ich bin da mehr gebunden. Habe aber dafür, wie gesagt, die Garantie, dass ich immer einen Platz habe. Ich habe eine Garantie, dass ich immer eigentlich auch weiß, wo ich stehe. Und das nicht im Diplomstudium haben wir es immer wieder, dass Leute sagen, ich bin eh schon fast fertig, ja, im Endeffekt, am Ende des 6. Semesters. Also super. Und wenn man dann mit ihnen redet, sagen sie, ja, aber die 4 Kernfächer fällen mir noch. Und da weiß jeder, aha, hoppala, das wird normalerweise allerdings dann mindestens noch 2 Jahre dauern oder noch mehr. Nicht? Weil das die eigentlichen Brocken sind. Das kann mir im Bachelorstudium nicht passieren, weil da weiß ich immer genau, bin ich dort, wo ich sein soll oder bin ich es eben nicht und hinke ich nach. Auch wurde schon gesagt, Großgruppe, Kleingruppe, keine Frage. Im Bachelorstudium haben wir eben 60 plus vielleicht 10%. Im Diplomstudium fangen im Jahr bei uns über 1000 Leute an. Ja? Also sicherlich ein Teil oder 2/3 davon ungefähr sind Multimedia-Studierende. Das heißt, die sitzen auch nicht jetzt unmittelbar in den Hörsälen. Sie können zwar auch in den Hörsälen sitzen, in den Präsenzveranstaltungen. Sie sitzen aber zu großer Zahl nicht drinnen. Ja, aber wir haben immerhin noch Präsenzstudierende auch. Ja, 350, 450, 500, so in der Größenordnung, die also allein so im Wintersemester beginnen. Und da bin ich in einer riesigen, letztlich auch anonymen Masse. Ich habe dort sicherlich auch nicht so den Kontakt, sage ich mal, zu den Lehrveranstaltungsleiterinnen und Leitern, wie ich das im Bachelorstudium habe, in der kleinen Gruppen. Sage ich Ihnen, ich unterrichte dort im Bachelorstudium, da weiß ich im Prinzip, wer die Leute sind. Also die kenne ich, also da kann ich das Gesicht mit Namen zuordnen. Das ist in meinem Alter, das hätte ich schon mal angeklungen, keine Selbstverständlichkeit, weil meine Gedächtnisleistung in dieser Hinsicht schon abnimmt. Aber Das ist tatsächlich so, nicht? Wenn man dauernd mit ihnen zu tun hat, dauernd im Kontakt ist und damit sich die Menschen auch merkt. Im Diplomstudium merkt man sich auch Einzelne, aber das ist also eher dort schwieriger, vor allem also in diesen Anfangsveranstaltungen, wo es wirklich viele Leute sind. Und da muss ich sich wirklich fragen, was will ich eigentlich? Nicht? Erwarte ich mir diese Struktur, dieses enge begleitet werden, oder bin ich eigentlich eher derjenige, der sagt, ich will die große Freiheit und wenn ich mir ein Semester nichts tue, tue ich nichts, dann studiere ich da ein Jahr länger. Oder ich lege es von Haus aus nicht darauf an, in der Mindeststudienzeit fertig zu sein, weil ich eben weiß, ich bin berufstätig. Und weil sich das eben nicht ausgehen kann, vernünftig.
Und es ist mir aber auch wurscht, ich möchte das Studium nur zu Ende bringen. Also das wären aus meiner Sicht so die wesentlichen Abwägungsfragen. Aber bitte ergänzt ihr noch was, wenn ihr noch, ich möchte es nicht monopolisieren. Also das von der Zeitkomponente her, das war eigentlich eher auch so das Ausschlaggebende, dass man halt natürlich da dann wirklich mit dem Master fertig ist in 5 Jahren und das Gericht ja schon inkludiert hat. Und grundsätzlich wäre man halt beim Diplomstudium auch in 4 Jahren fertig, plus dann halt noch das Gerichtsjahr dazu. Wobei das halt wirklich nur die wenigsten oder ein geringer Anteil schaffen. Und die, die es schaffen, würde ich fast sagen, für die ist es eigentlich ein Vollzeitstudium. Weil dann einfach von den Prüfungen und vom Lernaufwand her dann doch einiges zu tun ist, wenn man das in dem Tempo studiert. Von dem her, ja. Hat das recht gut gepasst. Ja, und ich würde auch noch sagen, also zum Beispiel über einen sehr lieben Mentor erwischt und sollte man mal wo hängen, es wird einem extrem geholfen und es wird auch extrem auf einen zugegangen. Also wenn einmal was nicht passen sollte oder wenn man das Gefühl hat, in einem Fach geht es mir jetzt nicht so gut, kann man sich eigentlich immer an den wenden. Also zumindest wie ich das bis jetzt erleben habe dürfen. Und das ist eigentlich auch, also wenn man da wirklich Probleme hat, einfach seinen Mentor schreiben und da findet man meistens immer eine Lösung. Und das muss man sagen, so ein Mentoring-System gibt es im Diplomstudium nicht. Und es ist auch aufgrund der Zahlen dort auch nicht möglich, so sinnvoll das vielleicht wäre, weil wir, glaube ich, haben selber den Sinn von diesem Mentoring-System jetzt auch aus unserer Sicht schätzen gelernt in diesen letzten 1,5 Semestern. Aber im Diplomstudium geht das einfach nicht, ja, weil so viele Leute sind wir nicht, dass wir da eine halbwegs vernünftige Betreuung sicherstellen könnten. Im Bachelor geht's. Ich darf vielleicht noch eine Frage aus dem Chat an euch zwei richten, Markus und Katharina. Und zwar ist da die Frage gestellt worden, ob ihr einen Nebenjob habt und wenn ja, ob sich das zeitlich ausgeht. Ah ja, dann würde ich mal anfangen. Also Nebenjobs, neben dem Studium ist natürlich schwieriger, dadurch, dass man halt einen wirklichen Stundenplan hat. Und wenn, müssten da die Arbeitszeiten halt schon relativ flexibel sein. Großteils würde es sich halt ausgehen am Wochenende. Ist halt die Frage, ob man am Wochenende arbeiten will, wenn man eh schon während der Woche die ganze Zeit wirklich Vorlesungen hat und teilweise, also eigentlich nur präsente Veranstaltungen hat, wo man wirklich zu erscheinen hat. Mit flexiblen Arbeitszeiten ist es eigentlich durchaus möglich, wenn man halt auch bereit ist, dass man sagt, man arbeitet halt am Wochenende oder dann ab, sagen wir, 18 Uhr oder so, wenn die Vorlesungen meistens vorbei sind, dass man dann halt noch sagt, okay, man geht noch arbeiten. Es kommt halt wirklich immer darauf an, wie sehr man es möchte. Sonst sage ich vielleicht auch noch was dazu. Also ich bin geringfügig angestellt. Ich muss natürlich, wie es der Kollege eben schon gesagt hat, sagen, dass es auch eine sehr geringe Stundenanzahl ist und natürlich auch sehr flexibel einteilbar, warum es für mich persönlich jetzt eigentlich schon schaffbar ist, weil ich mir das dann auch eigentlich meistens auf Wochenende verlege oder wenn es halt gerade gut geht. Aber ich kenne Mitstudierende, die zum Beispiel am Samstag fast den ganzen Tag arbeiten und die damit eigentlich auch kein Problem haben. Also wie es der Marco schon erwähnt hat, es kommt darauf an, wie sehr man halt dazu bereit ist, das dann nur nebenbei zu machen. Aber grundsätzlich geht es in einem gewissen Maß schon aus. Ja, danke. So, dann glaube ich, im Chat haben wir keine Fragen mehr. Wenn es aus der Runde jetzt einfach noch, sei es schriftlich, sei es mündlich, etwas gibt, dann gehen wir gerne noch darauf ein. Wenn nicht, dann würde ich sagen, haben wir den Infoabend erfolgreich beendet. Also ich hoffe auch aus Sicht von Ihnen, die Sie hier uns zugeschaut haben, haben wir ihn erfolgreich beendet und Sie haben tatsächlich Informationen bekommen, die Sie für Ihre Studienwahl brauchen. Überlegen Sie sich gut, ob dieses Studium etwas für Sie ist, ob es ein anderes Studium ist, ob die JKU etwas für Sie ist. Jedenfalls würden wir uns als JKU, als rechtswissenschaftliche Fakultät der JKU, jedenfalls sehr freuen, wenn Sie tatsächlich Interesse
weiterhin hätten an unseren Angeboten und wenn sie sich tatsächlich bei uns melden und bei uns dann im Herbst zu studieren beginnen würden. Wir können Ihnen nur versprechen, wir werden uns sehr stark bemühen, Ihnen ein Angebot zu machen, das möglichst optimal ist im Rahmen der jeweiligen Gegebenheiten. Und wir hoffen natürlich ganz stark, dass die Gegebenheiten im Herbst einfach wieder besser sein werden, als in den letzten 3 Semestern gewesen sind. Und wenn ja, wir freuen uns auf Sie. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch und alles Gute. Danke. Schönen Abend auch von meiner Seite. Schönen Abend.